Ich begrüße euch recht herzlich zum Outlaws Perspective. Jetzt geht's los. Heute zum Thema Stand der Dinge Version 3.13 nach 3.14. Und wir reden ein bisschen über die Monthly Reports. Zu Gast heute wieder mal gern gesehener Gast, kompetenter Gesprächspartner, sehr angenehmer Mitmensch, der sich sicherlich bald einen super bezahlten Job bei CIG sichern kann. Der fasse ich schon an. Ich begrüße Wurzel, Herr, da bist du ja. Schön, dass du da bist. Guten Abend. So, wir machen heute nicht so einen ganz fetten Tech-Talk. Wir gehen einfach mal so durch, was gerade passiert und passiert ist. Und wie ist der Stand bei Star Citizen? Da würde ich sagen, fangen wir mal ganz am Anfang an und mal so eine gefühlten Status. Also ohne jetzt darauf einzugehen, was sind die Monthly Report Informationen, was haben wir aus 3.14? So jetzt aktuell Stand 3.13, wie ist denn so deine Einschätzung? Wie fühlt sich für dich Star Citizen gerade an? Was ist Stand der Dinge? Es ist ein bisschen konsistenter als noch vor einem halben Jahr im Erlebnis, also je nachdem, aber man hat öfter auch mal gute Abende, wo man 6 Stunden am Stück auf dem Server rumdümpelt und Ding. Es ist aber nach wie vor genauso leer. Und das fällt einem halt jetzt auch auf, wo man nicht mehr 4 von den 6 Stunden braucht, überhaupt da hinzukommen, wo man hin will, sondern nach 2 Stunden hat man es geschafft, da hinzukommen, wo man hin will. Und dann hat man wenig zu tun. Ja. Wenn man es wirklich als Spielspiel spielen will und nicht nur als, ich mache mir jetzt einen entspannten Abend und wenn es mich frustriert, schalte ich aus. Mhm. Sagst du mal, du brauchst halt nicht mehr 6 Stunden, du brauchst 2 Stunden, dann merkst du, da ist nichts los. Und vorher hast du dich gefrustet. Ich brauche 6 Stunden mit 38 Ks dazwischen und jetzt bin ich da, war aber trotzdem nice. Und jetzt bist du nach 2 Stunden genau da und denkst, Aber ich bin halt auch eher so der soziale Gamer und weniger so der reine Progress-Gamer. Das heißt, ich bin kein Trader, ich muss jetzt keine Überfälle machen oder sonst was, sondern ich spiele halt mal mit Freunden, weil ich Spaß habe, oder ich setze mich halt hin, um meine Flugskills zu verbessern. Ja, also ich meine, gut, hast du ja mehr oder weniger erfolgreich über Zeit. Aber mir geht's halt jetzt, ich spiele es halt quasi nicht als vollwertiges Spiel, sondern ich schaue halt, wo ich da Spaß abgreifen kann mit Freunden aktuell. Und deshalb ist es mir tatsächlich relativ egal, dass es quasi so ist, wie es ist, was den Content angeht. Mir ist es aber bewusst, dass es relativ leer ist. Hm. Genau. Ich meine, du hast natürlich, wenn du Racing machst und so weiter, hast natürlich den großen Vorteil, du hast wahnsinnig geile Locations. Und wenn du versuchst, jetzt Low Flight zum Beispiel, also gibt es ja einige, die das machen, das ist schon nice, muss man sagen. Die ganzen Monde, die ganzen Biome, die da sind, mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die man sich raussuchen kann. Also wenn man da drauf steht, hat man eigentlich, finde ich, ein recht stabiles Spiel. Ja, die, die Felsen, die einem da entgegenkommen und rein spawnen können zu spät, das ist auch besser geworden, glaube ich, wenn ich das so richtig bei anderen Streamern gesehen habe. Also, dass du nicht an einem unsichtbaren Ding explodierst oder so. Für mich muss ich dir zustimmen, ich finde es ein bisschen lahm aktuell. Es ist für mich als Content Creator schwierig, Dinge zu tun. Wir haben jetzt schon festgestellt, also ich als Outlaw habe mir jetzt eine schlagkräftige kleine Truppe zusammengesucht, die alles andere als selbstbewusst sind wir, alles andere als überheblich loszieht und sagt, wir knattern alles weg, sondern wir gucken mal, wie es funktioniert. Und das finde ich ganz geil. Wir sind selbstbewusst und lernen noch, haben aber echte Probleme, in Interaktion mit Leuten zu treten. Ja, also Menschen zu finden oder Aufgaben zu finden, die uns nicht langweilen. Weil mit mehr Leuten ist Star Citizen aktuell nett. Wir belegen aber, wenn wir zu 10 sind, 20% des Servers. Ja, das ist ein Problem. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und da finde ich, ist Star Citizen gerade ziemlich im Hintertreffen, was so den Anreiz angeht. Wenn man
viel Spieler ist. Wenn man ganz neu reinkommt, muss ich sagen, ist geil. Also die neuen, man hört ja schon mal, man liest schon mal Chat und so weiter, die sind dann alle immer baff, was alles schon da ist und wie viel da ist. Das ist aktuell mein Stand der Dinge. Ich kämpfe mich ein bisschen ab und ich bin froh, dass ich jetzt eine Gruppe gefunden habe, die mit mir zusammen leidet und wir uns regelmäßig treffen. Alleine, glaube ich, wäre Star Citizen noch viel öder gerade. Und ich glaube, den Progress, meiner Ansicht nach, den Progress, den wir jetzt gemacht haben seit 3 Patches oder so, der ist gar nicht so riesig. Muss ich jetzt dazu sagen, habe ich ein bisschen nachgeplappert. Ich glaube auch wieder von Salty Mike oder so. Oder was, Super Mac Brother. Der hat das so ein bisschen aufgedröselt und ich muss da leider recht geben, so richtig viel war nicht. Waren viele Schiffe, aber das haben wir ja immer. Schiffe sind halt kein Spielinhalt. Sind Mittel zum Zweck für den Spielinhalt und der fehlt halt. Das ist so mein Gefühltes aktuell. Ja, das stimmt. Was ich da aber noch dazu sagen möchte, ist, dass für viele der viel quasi vom Spiel auch außerhalb des Spiels gespielt wird. Ganz doof gesagt. Na, wenn du jetzt irgendeinen Trader hast, da sind halt viele dabei, die gucken halt online nach den profitabelsten Routen und fliegen dann die eine Route ab und sind dann sauer, weil alles ausverkauft ist. Na? Ja. Ja, das kann in anderen Spielen funktionieren. Aber aktuell haben wir halt noch so grundlegend und nicht dynamische Dinger hier drin teilweise, dass man da halt dann wahrscheinlich eher selbst ein bisschen schauen müsste und dann nicht einfach nur guckt, was ist jetzt das Beste den Zahlen nach. Genau dasselbe wird es vermutlich auch mit Combat Balance sein. Na, klar, Balance-Änderungen gibt es immer wieder, aber das hat sich auch hübsch eingependelt, welche Komponenten denn jetzt die besten sind, ja, so nach dem, ja, Motto. Und da, glaube ich, hat sich die letzten Patches auch nicht so viel getan. Ne? Das waren immer nur kleine Änderungen in Wirtschaft und in Combat Balance, wenn ich das richtig verstanden habe. Da waren die Schilde dann zwar relativ groß, aber es ist ja halt quasi auch, ich möchte nicht sagen, es ist in gewisser Form gelöst, aber es ist sozusagen gelöst und die Leute schauen halt ins Internet und nicht ins Spiel. Mhm. Unter anderem, weil wir im Spiel halt auch nicht die Informationen, ja, ja, genau, haben, die wir, ne? Das ist so ein Problem. Es kommt halt tragisch, nicht nur, dass es Aircool braucht, warum, um die Daten, irgendwie ein bisschen Daten rauszubekommen. Ja, nicht nur tragisch, dass es das braucht, sondern das hilft halt dem Spiel auch nicht, dass es halt jetzt quasi gelöst ist, so nach dem Motto. Das kommt halt noch obendrauf. Also, okay, nicht nur, dass nichts Neues kommt, sondern, ja, das, was wir kommen, hat sich halt jetzt so festgefahren, dass die Leute halt auch nichts Neues mehr entdecken, obwohl das wäre sehr viel größer ist, weil sie sich halt auf diese 2 Webseiten eingeschossen haben, ja, und da nach Dingen gehen. Ne? Das hilft halt auch nicht. Ne? Ja, ja. Also der Zustand, in dem wir sind, wo gerade wenig Gameplay kommt, ist auch ein sehr unglücklicher Zustand. Zusätzlich dazu, dass nichts kommt. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich meine, es ist natürlich super für den Programmierer. Die Aircool-Seite übrigens, muss man sagen, super gemacht. Ja, also aufbereitet, Daten werden da hinzugefügt. Ich glaube sogar automatisiert, habe ich gehört. Oder liest dann die ganzen Daten aus den XMLs aus. Aber XML gibt es ja bald nicht mehr. Oder gibt es ja jetzt langsam nicht mehr. Können wir vielleicht auch nochmal, soweit ich das weiß, lösen die das ab mit einem internen Datensystem. Auf jeden Fall, auf der einen Seite geil gemacht, die Seite, super viel Aufwand drin und so. Auf der anderen Seite lässt CIG natürlich so, die wissen ja auch, dass es die Seite gibt und dass die alle benutzen, lässt dann die Community die Arbeit machen. So, ja, brauchen wir uns nicht drum kümmern, die Daten gibt's da. Ne? Ist auch so eine Sache. Sagt keiner, aber ist halt so. Bin mir ziemlich sicher. Würde ich nicht, ne, sehen, sondern das ist dann eher so eine, also, Prioritätsgeschichte. Ja, ja, genau. Und die Priorität ist aber weg, weil da gibt es ja eine Seite, da kann man, ich bin mir sicher, viele Entwickler schlagen danach. Dazu bei, ja. Ich glaube, viele Entwickler schlagen danach. Warte mal, wie ist denn die, wenn die gucken, stimmen die Werte denn? Was haben wir denn da? Lass mal bei Aircool gucken. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr einen Developer kennt oder wenn, sollte ein Developer zugucken, if a developer is watching us, ja, please tell us, if you are looking in Aircool Calculator, please. Be so honest. Gut. Also für mich ist Stand der Dinge, wie gesagt, es geht sehr schleppend voran. Wir warten alle auf den großen Wurf. Das erstmal nur so gefühlt. Und lass uns vielleicht, sollen wir mit dem
Blick auf die 3.14 Roadmap machen oder sollen wir erst das... Fangen wir mit der 3.14 Roadmap an, okay, würde ich sagen, weil das zeitnäher ist. Das, was im Monthly Report steht, ist ja irgendwie noch ein bisschen zukunftsmäßiger, wo wir nicht genau wissen, wo es landet. Ich zoom's mal rein und mach's mal an hier. Dazu haben wir uns wieder mal bei, habe ich mich beim Internet bedient und habe mir bei Reddit diese tolle Übersicht hier besorgt. So, kann man die erkennen wahrscheinlich, ne? So, müsste groß genug sein. Also, in 3.14. Wer diese Übersicht hier nicht kennt, ich habe da jetzt nur so einen Ausschnitt hier, die wird von, muss ich jetzt nochmal groß machen, auch von Community, von einem aus der Community immer aufbereitet. Und das ist immer der aktuellste Stand. Der ist jetzt vom 2.6. zuletzt geupdatet, also mit den aktuellen Roadmap-Daten. Da will ich mal reingucken, 3.14. Dieses Zeichen hier, ihr könnt meinen Mauszeiger sehen, dieses Zeichen hier heißt Tenant. Also ist noch nicht abgesegnet, ist noch nicht, wissen wir noch nicht hundertprozentig, ob es in 3.14 reinkommt. Und dieses Zeichen heißt, es ist abgesegnet und es ist committed. Ja, das kommt rein. Und da sehen wir schon, bei 3.14 ist ordentlich zusammengestrichen worden. Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, was alles rausgeflogen ist. Ich weiß nicht, auch nicht ganz genau. Und hier sehen wir schon 3.14 Planet Crusader. Ja, hier sind so ein paar Sachen dran. Fehlt noch Audio. Sollte hoffentlich fertig werden. Wurzel. Freust du dich auf Planet Crusader? Ja und nein. Wieso? An sich freue ich mich auf den Planeten, weil neues Tech-Gedönse und auch auf die Landing Zone, weil neue Landing Zone. Worauf ich mich halt nicht freue, ist dann gleich wieder dieses, was sich bei jeder Landing Zone früher oder später einstellt, dieses, ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Spielwiese, aber immer noch keinen Ball, das dann in der Community früher oder später aufkommt. Da werde ich mich aber dann vermutlich wieder abkapseln, bisschen durch die Gegend fliegen und das Spiel wieder ein bisschen oder die Community wieder ein bisschen Engagement zurückfahren. Dadurch, dass sonst halt nichts wirklich Großes in dem Patch ist, was wirklich Gameplay angeht. Es sind sehr viele Systeme drin, aber halt das große flashy das, was den Blick fängt, ist halt nur der Planet. Na? Also Also ich freue mich auf den Planeten, aber als Flaggschiff für ein Patch weiß ich, ob es halt taugt, den Patch durchzutragen bis zum Ende. Ich frage mich, was da alles drin steht. Hier steht ja Planet Crusader, ist ja der Gasriese. Lighting Team, LZ1, Landing Zone 1 heißt halt hier, ne? Wahrscheinlich, oder? Mhm. Planet Content Team. Crusader, so wie er ist, wird ja offensichtlich dann ausgetauscht. Das heißt, möglicherweise wird sich die Größe verändern. Und ich frage mich, ob man in die Gasatmosphäre eindringen kann mit dem Schiff. Das fände ich zum Beispiel, wenn das käme, fände ich es ziemlich geil. Weil es ja auch darum gehen soll, später mit der Starfarer da Gas zu harvesten. Zum Beispiel. Ja, also verschiedene Treibstoffe da aufzubereiten, Gase einzusammeln und die dann zu komprimieren, um dann damit Geld zu verdienen. Wurde nie großartig was zugesagt. Es steht jetzt hier nur Planet Crusader, Content Team. Landen kann man da nicht, also auf Crusader. Kann man in die Gaswolken rein. Gas-Cloud-Tech existiert, ist irgendwie stiefmütterlich behandelt worden. Sagst du, da kommt gar nichts davon, oder? Da stand ein Absatz dazu im Monthly Report, der damit im Zusammenhang hängen könnte. Und zwar, dass sie am System gearbeitet haben, wie die Dichte von Gasclouds, glaube ich, Special Effects informieren kann. Na, weil wenn du durch so eine Wolke durchfliegst,
du als Mensch wirst nicht erkennen können, was dann die Auswirkungen längerfristig auf die Wolke sind, ne, wie sich die ändert. So der Schmetterlingseffekt kannst du dir nicht nachvollziehen. Das heißt, was dann passiert ist, dass du quasi die ganzen kurzfristigen Effekte und Verschwurbelungen oder so, die werden über Special Effects erzeugt, sodass du die siehst. Mhm. Und dann, wenn du vorbei bist, legt sich die Wolke wieder in den Zustand, den sie halt haben soll. Okay. Ne? Wo auch immer dieser Zustand herkommt. Es kann sein, dass wenn jetzt 200 Schiffe durchfliegen, dass das Spiel dann sagt, hey, da sind 200 Schiffe durchgeflogen, machen wir da mal was anders oder okay. auch nicht. Aber das ist ein anderer Punkt. Meinst du so tief? Und genau dieses, die Dichte von der Wolke an das Partikelsystem weitergeben, sodass wenn du halt da durchfliegst, halt dann so kleine Wirbel entstehen ja, oder ja, also, nicht. Genau. Gestikulieren. Das muss man lernen. Da bin ich auch schon. Ich bin hier, kann nichts passieren, siehst du? Lernt man. Genau, das stand zum Beispiel im Monthly Report, und dass sie dran gearbeitet haben im Mai. Das bedeutet, sie sind zumindest dran, dass man reinfliegen kann und so. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob es da gleich mitkommt. Ich kann mir vorstellen, dass wir in obere Schichten rein können, dort, wo nicht viele Wolken sind. Ja. Und dass wir entweder halt was Hingefaktes bekommen oder die halt gar nicht auf unsere Schiffe reagieren. Okay. Quasi so Arcorp-mäßig, ja. Wo du ja zwischen den Stadtzentren, die Wolkenkratzer, da zwischendurch fliegen kannst, aber an den Rest kommst du nicht ran. So könnte ich mir das vorstellen, dass wir in den oberen Ebenen hin dürfen, so bis halt New Babbage kommt. Das ist ja quasi fast oben drüber, so ganz leicht drin, glaube ich, war es. Ja. Aber viel weiter runter kommen wir nicht, weil... Ne? Ja, ja, klar. Und dann explodierst du irgendwann, weil die Atmosphäre zu dicht wird oder keine Ahnung. Ich glaube, es gibt ja Intakes schon bei den Schiffen. Das heißt, wenn du dich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegst, sammelst du im Raum Atome, Wasserstoffatome ein oder so für den Treibstoff oder so. Ja, also für seinen Treibstofflauf. Meine große Hoffnung, ich hänge ja immer noch an der Starfarer, ist ja auch, weil ich die hab, ja, dass man damit einfach da reinfliegt und das Ding dann volltanken kann. Vielleicht haben sie meine Gebete erhört. Der Wunsch ist groß, ja, dass man dann mit der Starfarer auch mal irgendwas machen kann. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass man irgendwas Großes damit machen kann am Anfang, weil dafür fehlen einfach die Punkte da drauf. Es ist jetzt primär, denke ich, dass das Artwork reinkommt. Ja. Von dem Planeten, ohne dass dein Rechner schmilzt. So wie halt das Ziel von Arcorp war, dass eine Stadt reinkommt, die einen Planeten überdeckt, ohne dass dein Rechner schmilzt. Okay. Dass das weder die finale Iteration ist, noch dass du da viel tun kannst, wird vermutlich auch auf dasselbe rauslaufen. Mhm. Ne? Es wird primär wahrscheinlich erstmal zum Screenshots generieren verwendbar sein. Aber noch nicht so viel Gameplay da irgendwo unterkommen. Aber wenn das mal drin ist, wenn da mal dein Gasriese drin ist, ja. Dann kannst du es ja im Auge behalten. Ne? Dann kannst du testen, okay, was passiert mit dem ganzen Intake? Und ne, manche Schiffe haben ja Scooping schon und ändern sich da was oder so. Weil daran kann man dann eben gucken, sind die Systeme zumindest schon in place oder haben sie dann noch nichts verbunden, wie auch immer. Ne? Weil wenn jetzt mal das ganze Artwork drin ist, dann bedeutet das ja auch, dass die Information drin ist. Also diese Dichte der Gaswolken und so. Und dann können sie halt wieder diese Information, die man fürs Artwork braucht, nehmen, um da dann in Zukunft irgendwann mal das Gameplay drauf aufzubauen. Irgendwann mal. Ne? So wie eben ne, mit den Signed Distance Fields, die kamen erst rein, waren dann erst Atmosphäreneintrittseffekte und dann haben sie die Schilde drauf aufgebaut. Mhm. Und so, weil die Information hatten sie ja dann, die Form des Schiffes, ja. Die hatten sie dann und dann konnten sie da Gameplay drauf aufbauen. Und so wird es halt wahrscheinlich auch mit deinem Crusader laufen. Da wird erst Artwork reinkommen und Information reinkommen und dann bauen sie da irgendwann später Gameplay drauf auf. Okay, dann ich stelle es dann also mal wieder zurück in den Giftschrank und warte, dass die Sachen irgendwann kommen. Witzigerweise, zusammen mit der Horizon Landing Zone, die sie uns ja schon ganz oft vorgestellt und Dings haben, kann man ja hier auch sehen, wenn wir in Personalunion, weil das eine kommt ja wahrscheinlich nicht ohne das andere,
dass hier die noch an Audio arbeiten, an Character Art und Tech arbeiten, an dem Content-Team ist noch dran, Props-Team, das heißt, da sind noch nicht alle Elemente, stehen noch nicht da zur Verfügung, und die Special Effects, die visuellen Effekte sind auch noch nicht da, das heißt, ob da Gas durch die Gegend fliegt oder was weiß ich, sowas wahrscheinlich. Jetzt muss man hier sagen, sowohl Crusader als auch Horizon Forbidden Dawn sind für 3.14 noch nicht abgesegnet. Das heißt, alle, die sich jetzt freuen, denen muss gesagt sein, kann sich auch noch verschieben auf 3.15. Ja? Also diese ganze Horizon kommt, vielleicht geht es noch mal ein Stück weiter, was ich sehr bedauerlich finde, weil die da jetzt schon so lange drauf rumtrommeln und vielleicht auch viel dran hängt, weil dieser eine Event, der da kommen soll, dieses der nächste Event, der da ansteht, Belagerung von PO oder Ninetale, wie heißt das nochmal? Ninetale, ja. Lockdown. Ninetale Lockdown, der ja auch irgendwas damit zu tun hat. Das heißt, da hängt ein ganzer Rattenschwanz schon wieder dran und im Grunde genommen ist es hier immer noch nicht fertig. Ja? Also sind wir hier immer noch da ist mein Mauszeiger, genau, sind wir hier immer noch bei nice to have, aber not promised. Jetzt haben wir schon über den Planet Crusader so lange gesprochen. Hast du noch was zu Horizon Landing Zone zu sagen? Irgendwie, was dich da reizt an Infos, die du raushauen willst? Was mich da reizt, ist vor allem so dieses Potenzial von einer Schiffswerft oder so. Weil sie damit auch wieder viel coole Dinge reinbringen können. Sei es jetzt optisch, sei es jetzt gameplay-technisch, dass du da halt deine Mining-Ressourcen auch loswirst, so dass, na, das ist dann zahlen die vielleicht besseren Preis als, was weiß ich, ne? Dass man da zumindest, selbst wenn es nur statisch ist, dass man, okay, hier gewittert es ganz ordentlich, dass man nicht. Da zumindest schon ein bisschen die Lore verbinden kann, aber das ist jetzt nur minimal. Und sonst, es wäre halt sehr, sehr lustig, wenn sie irgendwie so beim nächsten Concept-Sale oder so von Crusader da in die Werft das Concept-Art reinstellen, wo keiner rankommt, was man sich aber angucken kann in der Werft-Tour oder so. Ne? Wäre quasi auch ein cheap Win. Gibt ihnen halt wieder neue Möglichkeiten, irgendwelche Events zu machen oder sonst was. Mal gucken, ob sie das aufgreifen können oder ob sie es nicht aufgreifen können. Es ist halt wieder eine andere Art von Location. Ne? Und wir hatten jetzt die Planeten. Die letzte Location in Stanton. Ja? Ja, Aaron Halo kommt noch, aber das ist ja keine Location. Genau. Aber freue mich drauf, dass es wieder eine andere Art von Location ist mit neuen Möglichkeiten. Aber jetzt nichts, wo ich sagen musste, oh, brauche ich unbedingt oder Ding. Genau. Jetzt gucken wir nochmal weiter. Horizon Landing Zone, genau. Ich bin gespannt, ob es fertig wird, weil wir sind jetzt quasi in der Phase, dass 3.14 langsam an die Evocatis rausgeht. Wir werden sehen. So, ich scroll mal einfach weiter nach unten. Die Kapazitatoren, die hier separat aufgelistet wurden, sind jetzt über Power Management eingetragen worden. Deswegen sind hier fett durchgestrichen. Sind jetzt im... sag mal schnell... In der Roadmap, genau. In der Roadmap halt unter Power Management gefasst worden. Und die ist bestätigt. Also die kommt jetzt rein. Auf jeden Fall das ganze Power Management kommt da rein. Wobei, da könntest du uns tatsächlich nochmal, könntest du mich nochmal erhellen. Wenn du technisch da auf dem Stand bist. Power Management, also Kapazitatoren. Wo geht Energie kurzfristig hin? Wo leiten wir das hin? Könnte ich mich irren, aber wir haben so ein kleines Dreieck unten im Monitor, wo ich sagen kann, mehr Energie auf Schilde, mehr Energie auf Waffen, mehr Energie auf Antrieb. Wo ist der Unterschied? Das Dreieck, was du aktuell hast, macht nicht mehr Energie auf Schilde, sondern wenn du nicht genügend Saft hast, alles gleichzeitig zu betreiben, was wird priorisiert?
soweit ich das verstanden habe, tut das Dreieck das. Das heißt, wenn du beim Ballern die Kurve fliegst und deine Schilde aufladen und dein Reaktor nicht mehr hinterherkommt, dann gibt es das an, was quasi zuerst Saft kriegt und was zu kurz kommt. Auf jeden Fall, oder es tut gar nichts. Kann natürlich auch sein in Star Citizen, ne? Ja, kann auch sein. Zum aktuellen Stand. Die Capacitator-Geschichten sind tatsächlich als kurzfristiger Power-Schub gedacht. Also sprich, nicht dein konstanter Output von deinem Reaktor und wo der hingeht und sonst irgendwas, sondern wirklich als Energieschub. Ne? Das lädst du auf, die Capacitator, wenn du quasi Saft übrig hast. Du hast quasi, ja, du hast eine Leistungsreserve da irgendwo liegen und dann kannst du sagen, da drauf. Also der Punkt ist ja bei einer Batterie oder so, ne, auch jetzt im echten Leben, Physik und so, die lädst du auf und die kannst du langsam entladen. Ja. Aber wenn du sie schnell entlädst, dann brutzelt dir das Ding durch. Ne, Kurzschluss. Ja. Und ein Capacitor... Ja, wie heißt der deutsche nochmal? Auch irgendwie sowas. Wie heißt das denn? Wie heißt das deutsche Wort für Capacitor? Chat? Auf jeden Fall, ja. Die funktionieren ja quasi, ist eigentlich so, dass du zwei Platten hast und die aufladen kannst mit einer Spannung. Kondensatoren. Kondensatoren. Und dadurch, dass die gegensätzlich aufgeladen sind, hält sich eben diese Spannung. Und dann, wenn du die aber entlädst, dadurch, dass du da keinen chemischen Vorgang oder so hast, kannst du das auf einmal durchjagen. Hm. Na? Das heißt, du kannst da nicht allzu viel Power, kannst du da aber sehr schnell reinladen und quasi instant wieder rausladen. Und das wird halt vermutlich dann so eine extra Ebene an Entscheidungen sein. Mm, ne, dieses Dreieck passt du ja nicht im laufenden Betrieb ständig an. Oh, jetzt brauche ich, oh, das brauche ich. Also du priorisierst Ding, sondern das quasi ist, mit dem Dreieck, priorisierst so, was ist hier wichtig? Generell, allgemein. Genau. Und das Capacitor-Ding wird vermutlich eher so kurzfristige Korrekturen, kurzfristiger Spike sein, so von dem, was ich da so mitbekommen habe. Ich bin gespannt. Aber wir werden warten müssen, wie es aussieht. Ne? Also das ist halt auch so eine Geschichte. Es kommt aufs Balancing drauf an, inwieweit man das nutzen kann. Es kommt auch drauf an, ob und wie es wirklich funktioniert. Obwohl ich gehört habe, es soll ja relativ nah an Elite Dangerous dran sein. Fällt mir jetzt gerade ein. Und da ist doch quasi die Funktion, dass du... Ja, das Dreieck. Auch, genau, ja, das Dreieck. Auch diese Pünktchen da, ne, du sagst dann hier mehr und da mehr. Ja, das werden wir abwarten müssen, wie genau sie es umgesetzt haben. Ob sie tatsächlich eher Kondensatoren gebaut haben oder ob sie das Dreieck neu erfunden haben. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Klar, ich habe Video geguckt und auch gelesen, aber es ist eben... So richtig eindeutig haben sie es nicht erklärt. Also ich habe es auch nicht gefunden, oder? Genau. Und es kommt halt eben auch aufs Balancing drauf an, weil du kannst mit derselben Technik, wenn du sagst, okay, schnell aufladen, schnell entladen, ist es das eine, langsamer aufladen, langsamer entladen, ist es das andere, und wenn es dann wieder nur Prioritäten zuweisen ist, dann ist es wieder was anderes. Habe ich jetzt quasi den Unterschied erklärt, wie so ein bisschen die Theorie-Ding, aber es kommt dann, wie gesagt, Im Endeffekt wird es sich halt auf den Kampf auswirken und wie du da rauskommst. Ob du ein Aggressor bist oder ob du im Verteidigungsmodus bist, egal, du musst dich damit beschäftigen, weil dein Leben rettet oder dich zum Erfolg führt. Es soll halt eben eine Entscheidung im Kampf sein. Ne? Das haben sie ja gesagt, sie wollen, dass es im Kampf eine Entscheidung ist, im Moment und keine, du stellst es vorher ein und fertig. Und auch hier sehen wir wieder, es ist die Leistung, die Lernkurve vom Spiel wird immer steiler. Ja? Du kriegst noch ein Element da drauf. Das heißt, wenn da draußen Leute sind, die sagen, ich weiß nicht, ich fliege mit Maus und Tastatur und hier links ist Schießen, das reicht mir. Du musst dich, wenn du was nachher leisten, wenn du nachher damit vernünftig umgehen können willst, musst du dich damit beschäftigen. Musst du es nutzen. Ja. Also ich denke, da ist so gerne die Leute easy popeasy spielen. Wenn du nachher auf Leute wie mich triffst, bist du froh, dass du weißt, dass du Kapazitatoren also die Kondensator für die Schilde hochfahren kannst, damit du noch schnell wegkommst. Ja, oder in Antrieb und so. Ja, also das wird schon interessantes Gameplay geben, bin ich mir sicher. Es wird halt auch sehr viel auf das UI drauf rauslaufen. Na? Und wie viel davon
dann quasi automatisch passiert, wenn du alle Flight Assistants anschaltest und halt nur zu okay funktioniert und wie viel davon du wirklich immer manuell machen musst und sonst gar nichts passiert. Ne? Ich würde es mal ganz spontan mit ganz anderem Genre vergleichen, um einen Vergleich herzustellen, so was weiß ich, Civilization 4 oder so. Super viel komplexe Mechaniken, Städtemanagement, aber am Anfang ist alles auf automatisch geschalten und du kannst irgendwie alle der neuen Kategorien einzeln abschalten, dass du dich dann selber drum kümmern musst. So könnte ich es mir halt auch vorstellen, dass es hier wird, auch mit dem Capacitor-Gameplay, dass du sozusagen dann du wirst klarkommen. Genau. Aber wenn du halt wirklich gut sein willst, dann muss man sich einarbeiten. Oder wenn du auf einen guten triffst und du weißt nicht, wie die Kapazitatoren funktionieren, dann hast du halt die Arschkarte, ne? Die hast du aber so oder so, wenn du auf jemanden triffst, der mehr Erfahrung hat, ne? Also, der wird dann wissen, wo in deinem Schiff die Komponenten sind. Dann dann erstmal deinen Powerplant zerschießen. Genau. Während du dir denkst, oh, hab ich noch nie gesehen, sieht geil aus. Hä? Wo ist meine Energie? Genau, hin? Warum ist es aus? Warum falle ich zum genau. Boden? Oh, scheiße. wo du gerade gesagt hast, dann gehen wir direkt mal dahin. Es wird halt vom HUD abhängen und das finde ich extrem interessant. Wir springen einmal ganz runter. Hier unten ist meine Maus zu sehen, ja. Canvas Sliced Ship HUDs New haben sie uns reingeschmuggelt und zwar gar nicht großartig was zugesagt. Ein gutes Gefühl bei. Sie hatten uns ja ganz viel HUDs gezeigt, die erstmal nur an ein Schiff kommen sollten, an einen Hersteller. Aegis oder Envil, wer ist das nochmal? Envil, glaube ich, ne? Ist egal. Und dann hat man erstmal nichts mehr gehört. Das ist irgendwie, war nicht mehr viel zu hören. Und ich glaube, also das, was ich jetzt auch gelesen habe, dass Canvas Sliced Ship HUDs, also auf eine Leinwand geschnittene Ship HUDs, Ship Human Interface, kriegen jetzt alle Schiffe. Das heißt, unsere HUDs werden ausgetauscht. Komplett. Also, das nicht die Bildchen, nicht unten die Elemente, sondern das, was du im Visor siehst quasi. Ja, genau, die Gladius, sagt der Chat gerade, sollte das zuerst enthalten. Genau, also bei der Karte steht Updating All Ship HUDs. All Ship HUDs. Und das Bild, was man dazu gesehen hat, war auch vielversprechend. Ja, das. Ich meine, ich hätte gesehen, da müssten doch jetzt auch diese 360-Grad-Einblendungen kommen, dass du siehst, in welche Richtung du guckst, dass man sich besser absprechen kann. Ich hoffe, die haben Schlagschatten oder sowas eingeführt, damit man auch heller Hintergrund, also Sachen. Würde mich super freuen, wenn wir in 3.14 das bekommen. Wir bekommen es. Also es ist ein Haken dran, es kommt, es ist da, es ist fertig. Und da einher gehen noch ein paar Dinge, wie zum Beispiel auch hier oben, Radar-Scanning können wir gleich nochmal. Da kommt viel Neues rein, was uns hilfreich ist. Ich komme mal bei dem Radar-Scanning gleich nochmal drauf zu sprechen. Meinst du die... Jetzt sagt der Chat gerade, dass mit dem Gladius gezeigt wurde, hat damit nichts zu tun. Ich denke doch, das ist das HUD, oder? Das aktualisierte HUD. Die Gladius bekommt ja Dinge immer als Erste, ne? Weil Flaggschiff für Squadron, da muss alles passen und so, deshalb bekommt es die meisten Iterationen und so weiter und so fort. Der Screenshot auf der Roadmap ist aber, glaube ich, eine Avenger Titan. Also ja, ich denke, da ist neues HUD. Genau. Die Frage, ob das jetzt so viel besser ist, werden wir dann sehen müssen. Was es aber auf jeden Fall sein soll, es ist mehr. Ne? Mhm. Sie haben ja explizit geschrieben, den Real Estate an HUD, den sie haben, wollen sie besser nutzen. Deshalb da dann am besten dann gezielt Feedback geben, so hey, ich habe also zum Beispiel die Emissionen, die sind ja aktuell Graphen, ne, diese Emissionsdinger, die sind dann nur noch Balken oben. Mhm. Ne? Weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist,
Balken, weiß ich nicht, ob man die auf Anhieb so lesen kann. Beim Grafen hatte man natürlich dann auch immer noch den schönen, den Verlauf drin. Okay. Gut, aktuell ist nicht viel Stealth, aber vielleicht ist es in Zukunft hilfreicher, damit man sieht, oh, war ich über der Linie mal drüber oder nicht? Keine Ahnung. Aber das werden wir dann sehen müssen. Aber auf jeden Fall soll dann mehr UI reinkommen. Und es ist erstmal gut. Ich freue mich drauf. Und dann können wir eben schauen, was davon war gut, was davon ist zu viel. Und ja. Na, darauf freue ich mich eigentlich noch am meisten. Und ich glaube, das mit den Balken hat was mit peripheren Sehen zu tun. Das heißt, am Anfang wirst du noch drauf achten. Und nachher wirst du wissen, du guckst halt so mal da drauf und siehst, ah, jetzt geht er gerade hoch, weil ich booste oder so. Das Gleiche gilt ja wahrscheinlich auch für Scanning. Wir können das ja mal direkt mit hineinnehmen, weil Radar-Scanning und Ping hier oben kommt auch und hat unmittelbar auch was mit der UI zu tun, weil das war ja auch noch alles, ich musste mich belehren lassen, Flash, ja, alles mit Flash gemacht, fliegt jetzt weg, ist Building Blocks, liegt so nah beieinander, hat das neue hat und dieses Radar-Scanning, das quasi baut quasi drauf auf, aufeinander. Was ich gesehen habe, waren es ja nur optische Elemente, die da zu sehen waren. Es wurde nichts erzählt über die Art und Weise des Scannings, ob sich was verändert. Aber wir erinnern uns zurück, wir haben vor einem halben Jahr oder schon länger gesehen, dass Cross-Section, wenn du hinter einem Asteroiden herfließt, du komplett verschwindest oder EM-Signaturen in Gaswolken und so weiter Auswirkungen haben. Wir haben, darüber haben die vor einem halben Jahr gesprochen und dann war irgendwie weg. Es war irgendwie weg. Und jetzt kommen die auf einmal um die Ecke und sagen, hey, wir haben ein neues HUD und Scanning ist fertig. Und für mich hört sich das schon fast so an, wenn ich jetzt auch sehe, 19 Wochen sind reingeflossen vom Vehicle-Tech-Team, ist nicht wenig. Ja? Vielleicht kriegen wir auch neue Techniken. Wie siehst du die Sache? Oder ist es nur Grafik? Es ist nur die Optik, die sich verändert. Eine Sache, die sie ja explizit gesagt haben, ist, sie haben intern ja schon sehr viel mehr Informationen, mit denen die Schiffe ausgestattet sind und die auch ein Scan abrufen könnte, die der Spieler halt nur nicht zu Gesicht kriegt. Und ich glaube, dass sie, vor allem weil halt auch das Vehicle Experience Team damit dran war, dass sie da jetzt diese Infos, die ein Scan kriegen kann, halt jetzt ausgearbeitet haben. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nur leichte grafische Änderungen kriegen und halt mehr sehen in dem alten UI oder so, das jetzt übertragen wurde auf Building Blocks, sollte da jetzt das ausgearbeiteter sein, dass sie halt in Zukunft da andere Dinge auch noch mit reinhängen können. Wenn dann zum Beispiel die Gascloud tatsächlich EM-Signatur hat, was sie, glaube ich, aktuell ja nicht tut. Aber wenn sie das in Zukunft hat, dann können sie sagen, ey, wir haben in unserem Schiff hier auch eine EM-Signatur. Anstatt, dass sie dir dann einfach das Ergebnis ins Bildschirm ballern, verrechne das mal bitte, ob der Spieler das überhaupt sehen kann. Und lauter so Sachen. Genau, aber ich habe keine Ahnung, wie weit es jetzt geht. Ich gehe davon aus, dass sie sehr viel Information haben im Hintergrund und uns jetzt langsam Stück für Stück diese halt nutzen. Ich meine, es gibt ja jetzt nun mal ein geupdatetes Radar-Scanning und Ping. An der Funktionsweise wird sich ja grundsätzlich erstmal nichts mehr ändern. Du hast ein Radar, das sieht auf eine gewisse Entfernung, kann das abbilden, EM, IR, höchster Wert, was auch immer. Vielleicht gibt es irgendwann mal ganz bestimmt sogar Radare, die besser EM erkennen können, Radar besser Infrarot erkennen und so weiter. Aber ändert nichts an der Tatsache, du hast ein Radar, das Ding kann was finden. Das ist für uns Outlaws sehr wichtig und Scanning ist generell wichtig und Radar. Dann hast du ja diesen Ping, Pum, der funktioniert ja immer noch genauso und Radar-Scanning halt, um zu gucken, wie viele Lebensformen sind drin. Und was ich da schon gesehen habe, ist bei diesem einen Video, war es ein Video? Ja, es war ein Video und da habe ich einen Ausschnitt raus kopiert. Du sahst halt nicht mehr die Namen der die Namen der Piloten oder Mitflieger, so sahst du nur noch zwei Lebensformen. Und also der Pilot war da drin, da hast du den Namen gesehen und dann mit an Bord zwei Lebensformen und 30 Flaschen Fitz-Cola,
Hadanit, so und so. Und dann kam so ganz langsam, kam so Punkt für Punkt die Liste mit, was ist überhaupt alles an Bord? Hat da einer eine Banane fallen lassen? Oder und so weiter. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Informationen, die sind ja sortiert jetzt in diesem Radar-Scanning und Ping. Warum sollten die nicht da sein? Also beim Scannen. Und warum sollte auch eine Signatur, wie sie ja schon ganz oft gesagt haben, großes Schiff, Javelin, und du fliegst mit deinen Kleinen daneben, du bist unsichtbar, wenn du nicht gerade 10 Kilometer ran bist. Du siehst die Javelin auf 30 Kilometer, siehst du, ah, großes Schiff da vorne, Javelin, fließt ran und dann so poppen die auf oder näher sogar noch, dass die quasi in der Signatur verschwinden. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass es da differenzierter wird. Ja, ich hoffe, dass es da differenzierter wird und das Scanning nicht nur optisch mehr hermacht, sondern auch inhaltlich mehr hermacht. Und dass wir jetzt Cross-Section dazu kommen. Ich meine, das war ja immer stiefmütterlich. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig sichtbar war. Wahrscheinlich nicht. Es gab ja auch nur EM und ER. Würde auch zu den Missiles und Guidance Control passen, dass es dann die Cross-Section Missiles jetzt auch richtig schaffen ins Ziel. Ja, also ich könnte mir vorstellen, da kommt mehr. Das ist immer so die Frage, ne? Es sieht jetzt schon danach aus, als würden sie halt nicht mehr nur Informationen ins System reinbringen, sondern auch nutzen. Ne? So wie etwa nicht mehr nur Informationen reinbringen und überlegen, wie diese Information gespeichert ist und wie sie übertragen wird, sondern sie auch nutzen für Gameplay. Ne? Durch diese Missiles und sonst irgendwas. Da kann ich dir aber nicht sagen, wie weit es geht. Zumindest nicht genau. Weil sie selber auch nicht unbedingt immer genau rausrücken. Ne? Sie sagen gerne mal, wo sie damit hinwollen. Ja. Aber so diese Einzelstufen, keine Ahnung. Also rein technisch gesehen hängt halt da auch wieder der Server mit drin. Ne? Der Server muss dir die Information geben. Mhm. Und wenn sie aktuell das sehr Brute-Force-mäßig noch machen und einfach dem Client alles hinschieben, was er theoretisch eher scannen könnte, und der Client entscheidet dann, was er sieht, so, dann ja, dann könnten wir das jetzt schon sehen, dass du, wenn du weiter weg bist, nicht die ganzen Infos kriegst, dass der Gooks hat seine Bananenschale in den Freelancer-Mittelgang geworfen, sondern das siehst du dann erst, wenn du wirklich 2 Meter vor der Cockpitscheibe entfernt scannst und dein Scanner dann die Bananenschale vom Schiff trennen kann. Ne? Aber wenn sie es halt so sagen, so nee, wir wollen nicht alles dem Client zuschieben, bis er es nicht tatsächlich sehen sollte, dann sollte es noch nicht drin sein, weil der Server das einfach noch nicht liefern kann. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass der Client da schon ein bisschen Vorfiltern macht und so, dass es aber noch nicht final Informationsauswertung so ist, wie es sein soll. Final nicht, aber ich meine, wir haben ja Object Container Streaming, Server und Client-seitig, Bind Culling, was da alles zugehört. Der Weg geht ja dahin und ich meine, meine Hoffnung ist halt, ich sehe da Häkchen drin, verstehst du? Und eine Darstellung zu machen, eine grafische Darstellung bringt nichts, wenn da nichts drin steht. Ja, also und wenn man das nicht nutzen kann. Und wenn die sagen, Radar, Ping und Scan ist überarbeitet und dann halt dann die gleichen alten lahmen Informationen, wo dann oben bei IR du scannst ein, also aktiven Scan auf ihr und da oben sieht, steht halt nichts drin, wie das aktuell so ist, teilweise, ja, dann bringt's nichts. Also ich hoffe das. Ich hoffe es. Können wir alle mal es ist die Daumen drücken, bitte, also dass das klappt. Bitte. Ja. Das wäre mir ein großes Anliegen. Ich habe da voll Spaß. Ich finde Scanning und das ist für mich 3.14 aktuell. Genauso wie 3.13 die SDF-Shields waren. Ja, dass wir da einen Riesenschritt gemacht haben, dass die Schilde endlich funktionieren und geil aussehen. Und dafür ist für mich auch HUD ist längst überfällig. Genau wie die Star Map. Ich möchte an der Stelle Wayne nochmal dran erinnern, dass er das und das Pingen und das Scannen, das ist super geil und wichtig. Also was auf jeden Fall der Fall sein wird, ist, dass du, wie sie auch gesagt haben, mehr Infos
kriegst oder genauere Infos kriegst, weil es halt jetzt Building Blocks ist und nicht mehr Ding, nicht mehr Flash. Das heißt, sie können da gezielter dir Infos zuschustern oder nicht. Wie weit das halt aussieht und wie weit es dann schon Wechselwirkungen hat mit den anderen Systemen wie Signatur oder Verdecken oder sonst irgendwas, das wirst du einfach testen müssen. Wir reden ja darüber, was war vielleicht oder wo der Stand ist und was wir bekommen oder so. Weil die Informationen, die wir jetzt hier auf diesem, auf dem Sheet hier haben, sind jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Und wie gesagt, sie haben uns das ja ein bisschen untergejubelt. Also gerade hier Canvas Sliced Chip Huts kam dazu. Und Radar Scanning und Ping, da ist das FPS Scanning und Ping verschoben worden auf 3.15. Also das hier ist tatsächlich nur Raumschiff Scanning Pin und so. Also und selber rumlaufen und irgendwie ein Radar am Handgelenk haben und so weiter ist verschoben worden. Und das haben sie untergejubelt. Deswegen sind die Informationen ein bisschen rar, finde ich. Das gleiche mit Missile Guidance. Vielleicht gehen wir mal da ganz kurz nochmal drauf ein. Kommt auch. Endlich, ich glaube, zweimal verschoben worden, jetzt endlich Haken dran. Würde sich halt für mich decken mit dem Scanning, Ping, mit den Signaturen und dem ganzen Kram. Mhm. Ja? Und die Missiles machen nicht mehr und sind da, sondern Startphase, Folgenphase, Treffenphase. In diese drei Dinger unterteilt sich ja jetzt das System. Genau mit dem Missile Operator Mond genauso zusammen. Auch, also der ganze Kladderadatsch hier hängt für mich gedanklich zusammen und hat was mit Scannen, Signatur, Größe, Entfernung, Geschwindigkeit, Berechnen und so zu tun. Ist alles für mich irgendwie zusammen. Ja, gut, bei dem Operator Mode hängt noch ein bisschen längerer Rattenschwanz dran. Auf jeden Fall, dadurch, dass er die Raketen jetzt auch damit drin sind, kann es eben auch durchaus sein, dass sie da, dass dieses Vehicle-Tech-Team, das da 19 Wochen an Radar-Scanning und Ping saß, dass die eben genau an diesen Signaturen dran gesessen sind. Ne? Und dass du dann in dem Ping, dass das dann alles mit einverbaut ist. Oder Radar. Das war ja auch immer mal kaputt. Ich glaube, ging nur 5 Kilometer weit oder so und da musste man... Der Punkt ist natürlich halt auch... Es kann sein, dass sie sich ein schönes Testlevel gebaut haben, wo die einzelnen Signaturen funktionieren, aber im Verse, dass die Signaturen der einzelnen Orte halt noch nicht alle auf dem neuen Standard sind oder so. Ne? Das heißt zum Beispiel, die neuen Asteroiden, hinter denen kannst du dich verstecken und die alten nicht. Durch die alten kannst du durchscannen, weil die noch nicht angepasst wurden. Sowas kann natürlich auch passieren. Ne? Wissen wir nicht. Chat sagt, im Verse ist es Verse. Genau. Wo jetzt sind wir gesprungen? Wir haben hier Power Management haben wir besprochen, Radar, Ping, Missile Guidance. Das ist das, was kommt. Surrender. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen. Hast du dann einen heißen Tipp für uns irgendwie? Ansonsten, ich würde es. Wird halt sehr, sehr wichtig. Findest du? Für das aktuelle Gameplay. Wenn das funktioniert, weil das die Ecken abrundet. Na, von wegen Surrendern. Du selber, ne, oder Dings, sonst irgendwie welche Missionsdinge und Wechselwirkungen oder sonst irgendwas. Da steckt halt dann sehr viel Logik dahinter, die halt umgesetzt werden muss. Sei das jetzt KI-Logik oder eben, ne, da, wie das mit dem Missionssystem interagiert und sonst irgendwas. Und das, denke ich, wird halt so ein Schritt sein, von dem wir jetzt groß nichts mitkriegen, was aber hinter den Kulissen einfach Dinge abrundet. Die sollen konstant an dem Law-System weiterbauen, damit da irgendwann mal wirklich was draus wird, wo du dann als Outlaw jemandem die Moneten aus der Tasche ziehen kannst. Und dafür müssen halt die ganzen Hintergrundsysteme passen. Okay. Genau, also das ist halt so ein ja, müssen die Leute halt machen, so pro forma. Okay, das ist, das heißt aber auch, warte mal, ich kann mich auch einem NPC ergeben. Ich kann mich doch einem PC ergeben und einem NPC? To allow players to be arrested without losing their life, they will be able to surrender by coming to halt and powering down their ships when ordered to by security. Ja, aber also nicht, sprich, nicht, dass die Security nicht mehr...
Nee, aber der Punkt ist natürlich, wenn die KI erstmal quasi ein Aufgeben erkennen kann, ja, dann kannst du natürlich als Spieler dann auch, was weiß ich, sei es dann, dass das irgendwann über irgendwelche Service-Beacons oder sonst irgendwas funktioniert oder so. Ja. Was halt jetzt aktuell ganz lose ist. Ne? Lose ist es aktuell, du versuchst jemanden irgendwie zu erreichen, der soll aufgeben und stehen bleiben und das musst du halt dann über den MO-Trader und sonst irgendwas machen. Ne? Mhm. Das ist halt dann was, was die KI machen kann und was das Spiel dann erkennen kann. Das heißt dann, dass es in Zukunft ein Bounty Hunter ist, der ein Spieler ist, der dich offiziell zum Aufgeben überreden muss. Ne, das geht aktuell nicht, überreden, weil der muss abgeschossen werden. Ja. Ne, der muss aktuell abgeschossen werden. Aber wenn das Spiel dann erkennen kann, du hast aufgegeben, dann kann der in der Zukunft vielleicht auch quasi dann der Bounty Hunter sozusagen dich offiziell aufgeben lassen. Okay, das okay, könnte okay. seine Zukunft. Es könnte aber auch, ne, so das ist halt im Hintergrund, kann das Spiel dann erkennen, hey, der bleibt stehen und gibt auf. Ich glaube ja nicht, dass irgendjemand sich freiwillig... Ich glaube, das wird eher selten passieren. Vor allen Dingen von wenn ein Noob 23 Parking Violations einsammelt, dann kann ich mir vorstellen, dass der auch aufgibt. Der. Aber wenn einer sich einloggt und eine Viertelstunde später Crime Set 4 hat, weil er das wollte, der wird nicht anhalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, also wenn die KI das kann und wenn das System das erkennt, ist das ein wichtiger Schritt, sagst du. Dann ist, Es ist halt Hintergrundlogik. Die wirst du im Vordergrund nicht merken und für dich Gauner wird es auch komplett egal sein, ne? Weil du wirst dich nicht ergeben. Aber es ist einfach Hintergrundlogik, die muss rein, damit das Spiel Dinge erkennen kann und aktuell ist es halt einfach ganz simpel, wenn du stehen bleibst und Waffen abschaltest, dann... Ne, aber das ist halt dann auch so für die Zukunft, könnte es halt in die eine oder andere Weise relevant werden. Ne? Zum Beispiel, je nachdem, wie sie es programmieren. Als Programmierer arbeitest du ja immer systemisch. Du willst es eigentlich nicht nur gezielt hinhacken, sondern du willst es eigentlich immer ein System reinbekommen. Wenn ich jetzt komplett falsch liege, dann könnte es eben nicht sein, dass da irgendwann mal ein Spieler, ne, dich offiziell aufgeben lassen kann. Aber es könnte sein, dass der KI andere Dinge beigebracht werden können. Also zum Beispiel, dass als nächstes die KI erkennt, wenn du fliehst. Nämlich, wenn du die Engines auf 100% schaltest und keine Kurve mehr machst. Dass quasi in diesen Input, wo aktuell nur reinkommt, okay, der Spieler gibt auf, dass dann in Zukunft was anderes reinkommt und das wiederum was triggert. Ne, da hängt ja ein ganzes System dran von, die KI ändert ihr Verhalten basierend auf dem Spielerverhalten. Das heißt Erkennung, ne, das Erkennen von, genau, Verhaltenserkennung, was auch immer. Genau, also nur kurz würde ich das noch fertig machen. Also je nachdem, in welche Richtung sie da ein System entwickeln, ne, könnte darauf halt aufgebaut werden. Es wäre halt doof, wenn es jetzt nur so ein one-off hingehacktes Ding wäre. Aber genau das wollen sie ja eben nicht mehr. Sie wollen ja mit dem Law-System systemisch, ne, das haben sie ja gesagt, sie wollen systemisch diese Gesetze programmieren, sodass je nach Region die einfach die Gesetze ändern können, ohne dass sie alles neu programmieren müssen. Genau. Das ist das quasi, was ich meine. Da wird sich im Hintergrund was tun. Da wird in Zukunft vermutlich drauf aufgebaut werden, aber dir kann es jetzt am Arsch vorbeigehen. Ja, okay. Aber wichtiger Schritt. Die ganze KI-Geschichte ist ein wichtiger Schritt. Da kommen wir nämlich leider nochmal hin. Das ist jetzt quasi ja nur mal einmal die Abfrühstückung von dem, was uns in 3.14 angeblich erwartet. Ich scroll nochmal hier. Also, ungewiss, Crusader, wir fassen nochmal zusammen. Crusader ungewiss, meine Hoffnungen werden wahrscheinlich zerschmettert am Boden liegen, dass man da in die Gasclouds rein kann mit einer Starfarer. Orison Landing Zone wird sicherlich cool aussehen. Wir wissen noch nicht, ob sie kommt. Dran hängt auch das Event, haben wir gesagt. Hast du gesagt? Hab ich gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, das hängt da dran. Also hier Ninetale-Blockade. Power Management kommt, da sind wir gespannt, wie sich der Kampf verändern wird. Radar Scanning und Ping, Missiles Guidance, Missile Operator Mode und Canvas Sliced Ship Huts gehören für mich irgendwie komplett zusammen. Haben so große Annäherungen, dass sie ineinander übergreifen. Da können wir gespannt sein, die sind alle bestätigt. Du sagst nein, ich sag ja. Ich sag nur, dass der Missile Operator Mode über das hinausgeht, zusammen verknüpfst. Der spielt damit rein, aber da, ne, wieder systemisch denkend. Du denkst da an Missile und ich denk an Operator Mode. Du denkst an Operator, genau. Dass irgendjemand eine Zusatzfunktion, aber auch die
wird genau. sich übers HUD auswirken und irgendwie werden die, das haben wir ja jetzt schon, 1, 2, 3 Ziele kann der Pilot bestimmen, der Operator sieht die Sachen, kann sagen, okay, der kriegt 2 Raketen ab, der kriegt 3 Raketen ab und los und so ein Kram. Okay. Genau, also der Missile Operator Mode ist quasi das Mining der Operator Mode. Ist der Mining, ist das Mining, ist das Schiffsmining. Da werden dann Schiffe. Ja, ist so, ne? War der erste Gameplay-Loop, der halt jetzt einmal durchexerziert wird bis zur Vergasung, ja. ne? Bis alles neu angetastet wurde und das wird jetzt vermutlich dieser Missile Operator Mode dann auch einläuten. Du bist so. Das ganze UI und die Funktionalität und so. Ja, mal gucken. Wer weiß, ob wir dann endlich mal. Genau, Law System Surrender haben wir gerade drüber gesprochen. Dann kommt noch die, dann haben wir noch Planetary Volumetric Cloud Tech V1. Haben wir jetzt gar nicht angesprochen gerade. Ich vergessen. Ist aber auch noch ungewiss. Planetare volumetrische Clouds. Also Wolken und Gas und Wind. Und obwohl wir eigentlich ja schon ganz viel haben davon, habe ich gedacht. Aber die sind auch nur hingetrickst wahrscheinlich, oder? Warte, ich lese gerade die tatsächliche Roadmap-Karte, um mir nochmal... Ja, die habe ich natürlich nicht auf. Multilayered, das ist der Punkt. Ah, okay. Dass du quasi mehrere Schichten übereinander haben, so Ding, genau. Also die haben quasi ist dann eine neue Version, wie sie mehrschichtige Wolkenebenen rendern können, ohne dass dein Rechner schmilzt. Dass der Rechner schmilzt. Und dann ASI Constellation Taurus. Finde ich jetzt nicht so prickelnd wichtig. Ist auch noch nicht bestätigt. Sind aber also fast fertig. Die, ja, ne? Die Constellation braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Liebe. Ne? Dadurch, dass die Taurus jetzt schon kommt, gehe ich nicht davon aus, dass da das bisschen Liebe mit drin ist, sondern das wird wie die Phoenix. Der Teil, der die Phoenix zur Phoenix macht, ist eigentlich echt gut. Das Problem ist halt nur, das ist in der Constellation drin. Und so eine Constellation hat zum Beispiel nur eine Toilette. Das ist jetzt nichts, was die Phoenix ausmacht. Ist halt bei dem Schiff so. Und genau, und das wird halt bei der Taurus, gehe ich mal davon aus, dass es genauso sein wird. Du wirst einen großen Frachtraum haben. Du wirst, weiß nicht, ob die nicht auch irgendein Compartment haben sollte oder so. Das wird alles super toll sein. Aber der Rest vom Schiff wird halt eine Constellation. Und die Constellation braucht aktuell einfach ein bisschen Liebe. Ja gut, Gold ist ja halt auch noch nicht. Und da geht es ja dann irgendwann. Ja, die haben sie ja sowieso immer schon stiefmütterlich behandelt, die Constellation. Da gibt es aber noch viele, viele andere Schiffe, die auch stiefmütterlich behandelt werden. Die Constellation, die macht halt, die hat halt viele der Legacy, ne, der alten ja. Designfehler mit drin, weil sie halt so mit das älteste Ding ist. Und die kannst du auch auf einen neuen Standard bringen, was die Tech angeht, aber es ändert halt nichts daran, dass halt der Platz teilweise ein bisschen knapp ist oder ne, was die Eingänge angeht in der Phoenix, dass die da immer durch Crew oder durch einen Laderaum durch zumindest müssen. Zumindest so. Der Laderaum, die Ladegestell funktioniert jetzt vernünftig, also du kriegst ein Auto rein und so, dieses haben wir ja Gott sei Dank auch gelöst. Wir können uns alle sicher sein, dass die Constellation auf gar keinen Fall failen wird, weil das eins der ersten Schiffe ist und das Chris Roberts richtig geil findet und es steht halt RSI dran, Robert Space Industries. Ja, also das Ding wird auf gar keinen Fall kacke sein später. Könnt ihr euch alle drauf einstellen. Dauert vielleicht noch was, aber kommt. 100 Pro. Ja. Hamburg. Genau. Ich mache nochmal zum Vergleich hier so die ganze Roadmap auf. Das ist das ganze Ding. Wir können ja einmal ganz kurz hier in der 315 reingucken. Ich weiß nämlich nicht genau, was verschoben wurde, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Nur mal ganz kurz zum Überfliegen. So, hier ist nämlich FPS-Radar und Scanning, haben wir gesagt, kommt, ist verschoben worden. Ja, ist nach 3.15 verschoben worden. Das heißt Personenscanning, also per rumlaufen und so. Inventar, ist das nicht auch hierhin verschoben worden?
Ich bin unschlüssig. Ich glaube, das ist schon ein Update nach dem Verschieben oder zwei. Ja, da müsstest du die Übersicht von, also die eine davor öffnen, da siehst du dann die ganzen Verschiebungen. So, Hacking Tech sollte eigentlich auch kommen, glaube ich. Also, dass man ein kleines Minispiel hat. Man hat jetzt aber auch schon so ein kleines Vorschaubild letztens gesehen, dass man da irgendwie was lösen muss. Logikrätsel, so ein kleines. Ist aber auch verschoben worden. Healing. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich scroll mal runter. Und zwar, hier haben wir ja unser Lieblingsthema wieder. Das ist für Squadron, aber Ship Interior, Exterior Culling. Das ja dann wird ja wahrscheinlich einiges an Leistung bringen, dass das reingeladen wird und rausgeladen wird, je nachdem, was du siehst oder wo du nicht, was du nicht siehst. Und dann haben wir letztes Mal im Tech Talk, glaube ich, auch drüber gesprochen ein bisschen. Mhm, haben wir angesprochen, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Für alles, was größer ist wie. Steht jetzt zwar hier Squadron 42 dran, aber bedingt natürlich alles. Ja? Warum hier Squadron 42 dran steht, weiß ich nicht. Könnte halt auch wieder damit zusammenhängen, dass der Server im Verse nicht auf Dauer Leistung bringt, ne? Und im Squadron bringt er Leistung, weil du nur einen Spieler hast. Okay. Und dass quasi die Tech für das Leistungsniveau in Squadron entwickelt wird und im Verse kriegen wir sie dann erst später, wenn halt der Server nicht in Flammen steht. Mhm. Keine Ahnung. Das könnte ein Grund. Könnte. Ja. Keine Ahnung. Ne? Es könnte. Ich guck mal eben in der Roadmap, ob es da drin steht. Nee, da steht jetzt nichts Explizites drin, ob das irgendwas braucht oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung, warum es da dran steht. Viele warten auch auf die Starfighter in 3.15 dann. Das ist das Überschiff. Ich sag mal, wird bestimmt verschoben nach 3.16. Nee, Schiffe können sie machen. Das geht ruckzuck jetzt mittlerweile. Die Starfighter, die Ionen und Inferno, wo man die Knarren oben nicht austauschen kann. Also wenn du dir das Schiff kaufst, ist das fix. Musst dich entscheiden. Und alle warten. Also eigentlich kaufst du ja die Knarre und das Schiff ist nur Beiwerk. Genau. Sieht aber geil aus, aber man sieht halt eindeutig Crusader Industries dahinter. Sieht wieder 1A aus, dann sind sie ihrer Produktlinie treu geblieben. Ich habe nur die Sorge, alle denken jetzt, wenn das Ding kommt in der Size 7 Waffe oben drauf, dann bin ich der König. Also wer Stein, Schere, Papier kennt, müsste jetzt aber langsam bei Star Citizen wissen, dass man damit nicht der König ist, sondern ein Vasall des Königs ist. Also sagen wir mal so, in Schach ist man damit der König, ne? Ist nicht sehr manövrierfähig, kommt nicht weit, ja. Aber wenn du mit einem Schach spielst und schießt einen mit einer Size 7 Waffe ab, bist du auf jeden Fall der König. Verstehe ich jetzt nicht. Ist nicht schlimm. Habe ich vielleicht falsch verstanden. Ja. So. Vergiss es einfach. Ich wollte auf die vermutlich nicht allzu hohe Manövrierfähigkeit raus. Ja, ne? In Schach kann der König auch nicht sonderlich weit fahren, verglichen mit so ziemlich allem anderen, was da auf dem Schachbrett draufsteht. Na? So, jetzt habe ich. Jetzt gehen wir mal ein bisschen. In meinem Kopf hat das besser funktioniert. Ja, war gut. Ich war gut. Ja, mach weiter. Sorry. Genau. So, weiter geht's. Runde 2, Outlaws Perspective. Jetzt machen wir hier ein bisschen. Schauen wir uns den Monster Report an. Immer noch mein Gast. Wurzel. Da ist er wieder. AI. Damit fängt es an. Sehr gute Nachricht für alle. Die AI kann demnächst Nahrung auf Tellern servieren. Und ich finde, wenn das keine guten Neuigkeiten sind, wird übel. Also wird Wahnsinn. Wenn wir da zum Stand gehen und sagen, ich hätte gern Chicken, und dann kommt das auf den Teller. Ist geil. So. Was sagst du dazu? Essen auf dem Teller wird super, oder? Mein Kopf denkt natürlich sofort wieder systemisch. Natürlich. Ne? Und auf den gedacht. Absatz drüber und so. Ja. Hoffentlich ist es da systemisch dahinter. Ne? So. Je nachdem, wo die Person sitzt und sonst irgendwas.
dass es dann irgendwann nicht mehr nur Essen ist, das sie irgendwo platzieren, sondern es ist ja generell so ein bisschen dynamische Ziele und Positionierungsgeschichten und so, dass es in Zukunft halt dann eben auch grundsätzlich auf alle Aspekte anwendbar ist, ne? Also sie haben es ja als Designing Possible Flow Extensions to allow NPCs to serve players differently if they choose to eat in or take away. Also sprich, für den Entscheidungsfluss und Animationsfluss und sonst irgendwie Erweiterungen, je nachdem, ob du zum Mitnehmen oder zum Hieressen. Mhm. Ja, das sind also dann Possible Flow Extensions. Und diese Flow Extensions sind dann hoffentlich in Zukunft dann halt, was weiß ich, Security Guard, drückt dir die Granate ins Gesicht oder schiebt sie dir in den Arsch, je nachdem, wie sauer er auf dich ist. Ne? Okay. Oder, ist das nicht egal in dem Fall? In beiden Fällen wäre ich wahrscheinlich überrascht und erstaunt und würde sagen, boah, ey, krass. Nee, ich hoffe, wie gesagt, eben, dass das systemisch da was dahinter steckt und dass sie halt nicht, dass jemand per Hand für jeden Essensstand da eine Animation baut, sondern die so ein bisschen eben dynamische Animationsänderungen, diese Flow-Extensions, wie sie es hier nennen. Aber ich sag mal, Das dahinter steckt. Muss das nicht gemocapped werden? Muss das nicht gemocapped werden, dass da irgendwie einer einen Teller nimmt? Ja und nein. Also der Punkt ist, klar, du willst dann mocappen und eine Animation draus machen, wie jemand einen Teller nimmt. Ja. Aber das kannst du nicht für jede mögliche Kombination der Rotation aus Oberkörper und Unterkörper machen. Oder zum Beispiel, wenn jetzt der Teller an der Tischkante steht, dann ist das neben was anderes, wie wenn der jetzt quer über den Tisch greifen muss, um dir deinen Schnitzel hinzustellen beim Wirt. Ja. Kennt man ja, kommt nicht von jeder Seite gleichmäßig ran vielleicht mal, weil Eckbank oder sonst wie und dann muss über den Tisch gegriffen werden. Und du kannst nicht für jede dieser Gelegenheiten Mocap machen. Ja. Und das ist halt so der Punkt, wo ich halt hoffe, dass sie da, da langsam eben drauf aufbauen, so ein bisschen im Absatz drüber heißt es auch Mannequin Fragments Animation Selection. Ach du Scheiße, okay. Also Fragment Animation, also Teil genau, also Teilanimation, genau, irgendwas. Ja. Genau, Untergruppen, wie auch immer. Ich hoffe, dass sie halt jetzt langsam eben so ein bisschen das verdynamisieren. So wie halt zum Beispiel der Barkeeper aktuell. Den haben sie gemocapped. Warte, der heißt der Barkeeper. Nee, stopp, der keept ja. Der gibt ja. Ja, genau, der keep, also. der ist ja auch so ein bisschen so dynamisch. Ne? Der ist gemocapped, aber der kann halt seine Animation, je nachdem, wo er gerade steht, ein bisschen unterschiedlich abspielen. Und ich gehe mal davon aus, dass das sozusagen die nächste Stufe davon ist. Dass es eben nicht mehr nur so ist, dass der hin und her laufen kann, je nachdem, wo die Zutaten sind und dann Dinge mischt, sondern dass der halt dann das auch anders hinstellen kann. Also sprich halt, dass er dir halt dein Essen in die Hand drückt. Gedacht, oder dass du dir einen Teller hinstellst. Alles mocappen, alles eins und dann. Sie müssen viel mocappen, ja. Ja. Aber. Krass. Werden wir sehen, was genau da drin ist. Ne? Das sind jetzt nur, das ist wieder sozusagen das Mining des Essens servieren. Die exerzieren das halt jetzt an einem. Das Essens servieren. Es ist halt der beste Vergleich, weil das verstehen die Leute, wenn du sagst, die arbeiten halt jetzt am Mining jeden Aspekt von einem Gameplay-Loop durch, damit sie dann, wenn sie andere Gameplay-Loops machen, nicht alle Aspekte nochmal neu erfinden müssen. Ne? Und so sage ich halt jetzt, ne, der Barkeeper oder das Essens servieren ist halt jetzt sozusagen für jede Situation. Trainieren die halt der dir das Essen oder einen Drink serviert, damit sie halt dann in Zukunft, wenn was weiß ich, der an dir ein Flugticket verkauft oder so, dass die halt quasi genau wissen, okay, das sind die Prinzipien, so können wir diese Animation verbinden, so können wir Oberkörper und Unterkörper verbinden, ja, wenn das jetzt die Position nicht genau passt und so. Also das ist quasi mein Gedankengang dahinter. Schön, wenn sie dem Barkeeper und so neue Tricks beibringen, aber hoffentlich eben so systemisch, dass man dieses System dann in Zukunft nutzen kann. Toll, toll, toll. Und deshalb denke ich mir so, cool, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber cool und hoffentlich führt es halt weiter, weil systemisch, hoffe ich. Das ist immer so mein Gedankengang bei allem, was sie aktuell tun, was halt nicht einfach nur
reingehackt ist. Direkt in dem gleichen Abschnitt ist dann auch, die Sicherheitskräfte bekommen diverse Verhaltensweisen. Das hat jetzt erstmal mit dem Mo-Capen so an sich nur nachgelagert was zu tun. Also oder mit dem, die KI kann sagen, hallo oder stehen bleiben oder willkommen, gehen Sie weiter oder so. Ja, da setzt dann nachher das Mocap hinten dran auf. Aber die KI kann verschiedene Verhaltensweisen abspulen. Also Sicherheitskräfte. Genau, also du hast genau so eine KI, die muss ja quasi sich überlegen, was sie tut und in welchem Zustand sie ist. Mhm. Und diese einzelnen Zustände haben sie jetzt quasi fully designed für die Security Guard und prototyped. Also halt jetzt einfach grob Animation draufgeschmissen, um zu gucken, ob es so einigermaßen funktioniert. Genau. Das haben wir ja schon gesehen bei der Javelin-Tour, wenn du da in die Dings reingelaufen bist und dann stand halt eine Guard und du durftest nicht weiter, dann hat er so, hey, please turn, oder irgendwas hat er gesagt, keine Ahnung. Also war auch Audio dabei und ist dann, ja. Genau. Also da ist immer noch Arbeit an der AI. Also wie gesagt, wir reden jetzt gerade hier über den letzten Monthly Report. Da sind Sachen drin, die existieren jetzt bereits schon. Da sind Sachen drin, die werden noch bearbeitet. Wir sprechen jetzt quasi einfach mal alles da so ein bisschen durch, was uns interessant vorkommt. Würde ich jetzt direkt weitergehen. AI, sind wir jetzt bei AI-Kampf. Also da wurde dann gesagt, die KI kann jetzt finishen und Takedowns durchführen. Finishen halte ich jetzt erstmal für Finish, das heißt ja aus dem Leben schießen. Aber das hat die doch vorher auch gemacht, oder nicht? Da steht wortwörtlich Finish of their targets with execution animations. Also die kann jetzt mit Takedowns dich töten. Ach so, okay. Das heißt von hinten. Vorher hat sie schon versucht, dich zu töten, aber jetzt auch mit Takedown, genau. Ah, okay. Ah, verstehe. Und steht auch dabei, dass sie quasi das existierende Stealth-Takedown-System für die KI umgebaut haben und auch quasi data-driven. Das also heißt, sprich, ich gehe jetzt anstatt dass, in eine Höhle rein und dann steht der Arsch da um die Ecke, erkennt mich, schleicht sich an und killt mich. Im schlimmsten Fall. Es kann sein, dass wenn du versehentlich nah genug ranläufst, dass er dich dann killt. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob er sich schon anschleicht. Ja, aber auf lange Sicht, oder der steht da, du weißt nicht, du siehst den nicht, der steht in der Ecke und dann, boah, da würde ich mich aber mega erschrecken. Also, du sollst da irgendwo reingehen und dann plötzlich merkst du nur, wie er sich umdreht. Ich habe mal so eine Todesanimation gemacht bei einem. Grüße nochmal. Ja, ich habe das auch im YouTube-Video verarbeitet. Das war schon ziemlich geil. Und wenn mir das passieren würde, wenn die KI mich von hinten umlegt, dann finde ich schon ziemlich scheiße, muss ich sagen. Genau. Also was hier halt jetzt drinsteht, ne, so als Spieler, du schleichst dich an und wenn du nah genug dran bist und Takedown drückst, dann machst du einen Takedown. Ja. Und das ist halt so, die KI muss halt erstmal erkennen, okay, welche Takedowns kann ich denn? Was sind da die Distanzen? Ach du je. Wie nah muss ich ran? Ja. Wenn ich aus welcher Richtung rangehe, welchen Takedown kann ich dann tun? Was beim Spiel halt automatisch die Positionierung halt passiert, weil du läufst, du entscheidest dich für Position. Das muss halt die KI jetzt auch. Und das steht halt da drin, dass die KI jetzt eben das jetzt kann. Verrückt. Ich weiß nicht, ob sie es macht, ob sie schnell genug schaltet, ob sie sich tatsächlich anschleicht. Aber du kannst ja mal ausprobieren, was passiert, wenn du dich irgendwie neben der KI stellst und mal gucken, ob sie dich dann nach 2 Minuten, wenn sie es reagieren, anfängt, Takedown oder dir einfach so die Munition in den Körper ballern. Ne? Aber die KI weiß jetzt auf jeden Fall mehr. Ja, ist die Frage, ob es schon drin ist. Keine Ahnung. Also möglicherweise, das steht jetzt nicht bei. Missiles werden im Kampf besser eingesetzt von der KI. Da können wir uns auf was gefasst machen, dass die im Raumschiffkampf dann, dass wir jetzt mehr Missiles wieder um die Ohren bekommen. Dass du sie gezielter um die Ohren bekommst und nicht einfach nur, oh Gegner, lass mal Missiles schießen. Ja, ja, genau. Und dann auch irgendwie geplant oder, keine Ahnung, 2 hinterher direkt und so. Ja, könnte interessant werden. Und dann fand ich ganz interessant einen Teil davon, die AI soll ihre Kampffähigkeiten üben können und verbessern auf lange Sicht, auf Fighting Ranges oder so, die AI soll ihre Kampffertigkeiten selbst verbessern können. Wie soll das denn gehen?
Also der Punkt ist ja, Sie haben ja gesagt, diese Subsumption AI, die tatsächlich rumläuft und so, die hat ja gewisse Fähigkeiten. Ne? Sie haben ja gesagt, KI, manche sind besser, manche sind schlechter in dem, was sie tun. Sei das jetzt ne, KI, die der Spieler anheuern kann oder ne, die Piloten zum Beispiel sind ja jetzt unterschiedlich. Und wenn sie jetzt anfangen, die Subsumption KI oder vielleicht auch diese Virtual KI aus dem Tony Z Video und so, wenn sie die jetzt wirklich tracken, und in die Datenbank reinhauen als persistent existierende KI, dann ist es nicht mehr Wache XY, sondern dann ist es halt... Böser Fritz. Genau. Böser und, Fritz. Sobald der tatsächlich mal eindeutig existiert, kann man dem natürlich auch das Skill-Level hoch und runter schrauben. Und sie haben ja jetzt hier explizit geschrieben, der kann zum Schießstand gehen, da rumballern Krass. Und dann wird er besser drin. Und das könnte ich mir halt vorstellen, dass das halt bei so einem Tagesablauf für eine Wache drin ist. Halt, geil. Du siehst es nicht, ja, wenn klar. kein Spieler da klar, ist, dann passiert es halt nur als Nummer. So, okay, der wird jetzt... Aber wenn halt ein Spieler auch in dem Schießstand ist oder da irgendwie Einblick drauf hat, dann siehst du, wie die halt dahin laufen. Und das ist dann genau der, der dann auch wieder rausläuft. So. Also sprich, das ist so eine Mischung aus bisschen Persistenz für die KI, weil der dann wirklich existiert, und bisschen Tagesablauf für einen Spieler zum Nachverfolgen. Genau, ich weiß aber nicht, inwieweit da Tagesablauf schon drin ist oder ob einfach nur ne, sie haben Security Behavior geschrieben, dass sie jetzt einfach so beginnen eben. Solange diese NPCs nicht persistent sind, funktioniert es halt nicht, aber sobald die dann langsam persistent werden, dann können die das auch schon geil. Tun. Keine Ahnung, wo genau wir da sind. Und jetzt pass auf, jetzt hast du auf irgendeinem kleinen Mond, ne, ist eine UEE-Bäckerei und die wird von zwei Wachleuten bewacht und da fliegt nie einer hin. Und die machen nichts anderes, als die Bäckerei bewachen und gehen jeden Abend gehen die auf den Schießstand. Nach 2 Jahren, ne, hast du da zweimal Chuck Norris stehen. Ja, und dann kommst du da vorbeigeflogen. Weißt du, mit der KI passiert nichts. Die machen nichts anderes, als die Bäckerei zu bewachen und abends auf den Schießstand zu gehen und sich danach volllaufen zu lassen. Und 2 Jahre lang Spielzeit real hat die nie einer gefunden. Und dann kommst du und dann machen die dich tot. In 2,5 Sekunden. Aber mit ihrem Blick. Wenn die so gut sind, dann zahlt der Bäcker da sicher nicht genug. Meinst du? Und dann lassen die sich anheuern von irgendwelchen Elite-Truppen. Ach, meinst du, das ist dann oder, drin tatsächlich? Das ist genau das, was Quanta machen. Ja. Die schauen nach der besten Opportunity, nach dem besten Job. Ne? Haben sie ja gesagt. Das wird bestimmt auch irgendwann für diese FPS-Subsumption-AI ähnlich funktionieren. Ja. Ne? Dann lassen sie sich entweder anheuern oder aber, ne, die können dann richtig gut schießen, sind aber richtig scheiße drauf, sich dazu entscheiden zu schießen. Ne, die sind so friedfertig, weil die 2 Jahre lang nicht ein einziges Mal nur, auf irgendjemanden weil schießen mussten. So fett sind von dem ganzen Brot, was sie da kostenlos essen konnten. Genau. Dass die, wenn sie es schießen anfangen, bist du am Arsch, aber es dauert halt mit 2 Minuten, genau. Bis sie mit dazu genau. Hubert und Staller-mäßig miteinander argumentiert haben, ob sie jetzt auf dich schießen sollen genau, oder nicht. Genau. Lass doch noch ein Brot essen. Ja. Ist doch gerade fertig. Ja, nicht schlecht, nicht keine schlecht. Ahnung, das kann halt sehr, sehr weit führen. Okay. Das sind jetzt nur so diese Anfänge, so, okay, die KI kann das jetzt theoretisch. Ja, okay. Es hängt natürlich dann auch am Server davon ab. Wenn der sagt, spannend. Also super spannend. Ja, genau. Super spannend. Also wenn es dann, wir lassen ja einfach mal gedanklich die Probleme mit dem Server weg. Tu mal so, das ist ja da, wo die hinwollen. Da ist ja der Stand, der da erwartet, den sie produzieren möchten. Der wahnsinnig hoch gesetzt ist, der muss man schon sagen. Aber so, und auf der anderen Seite, und das finde ich auch eine ganz geile Sache, direkt dabei steht, es wird auch untrainierte AI geben mit entsprechenden Verhaltensweisen. Das heißt, es wird untrainierte AI geben, die rumläuft und sagt, okay, da geht eine Schießerei los, ich will mein Leben retten. Ich fliehe. Ich fange nicht an zu schießen. Ich habe zwar eine Pistole, aber im Grunde genommen, ich will hier weg. Ja, die AI, die untrainiert ist, die vielleicht sich versteckt und versucht aus der Ecke rauszuschießen, die aber scheiße ist. Und das finde ich auch sehr gut, ja, dass es das gibt. Finde ich einen guten Plan. Ja, nicht nur Akteure, die rumstehen auf Stühlen und nichts machen, sondern halt auch AI, die sich entscheidet dazu, sich falsch zu verhalten oder sich ängstlich zu verhalten. Also finde ich gut. Richtig gut. Genau. Wir sind immer noch bei AI. Ich habe noch ein hier Navigation Tier 0.
ist komplett. Das heißt, die AI kann jetzt Kollisionsvermeidung. Oder soll jetzt zum Beispiel. Also der Punkt ist ja, so eine Kollisionsvermeidung ist ja, gibt es ja tausend und eine Situation. Ne? Es kann jetzt sein, dass die Kollisionsvermeidung funktioniert, aber wenn du dich irgendwie ganz doof in den Weg stellst, können immer noch irgendwelche Auffahrunfälle oder sonst irgendwas passieren. Ja. Ne? Also, ja. Wir kennen das ja schon, dass die AI, wenn du jetzt auf New Babbage oder irgendwo so rumläufst, also wenn die als Person rumläuft, dass die so einen Ausschwenker machen um dich rum. Mhm. Ja, das ist ja auch schon Kollisionsvermeidung im Grunde genommen, ja. Genau, aber was passiert jetzt, sie kalkuliert das Ausweichen und dann stellt sich aber jemand in den Weg, wo sie gerade ausweichen wollte, dann muss sie noch mehr ausweichen. Ja. Und so kann man halt dieses Spielchen halt immer genauer machen, weiterführen. Und dann stellt man fest, die KI berechnet jetzt zu jedem Frame den Weg neu und überlastet den Server. Irgendwann muss sie dann so eine Geschichte. Ja, irgendwann muss er dann sagen, das ist dann okay, so eine Geschichte, da kann man ewig dran feilen. Steckt also wieder viel mehr drin, als sich das erstmal so anhört, ne? Ich weiß nicht, wie weit sie sind, ne? Da steht jetzt Tier Zero ist complete und es kann sich dran anpassen, wenn sich das Navigation Mesh ändert. Also sprich, was weiß ich, eine Tür auf oder zugeht, dann kann sie drauf reagieren, weil sozusagen der Boden, auf dem sie langlaufen kann, hat sich geändert, weil da ist jetzt eine Tür. Hm. Kann sein, dass sie dann drauf reagiert und wenn sie die Tür nicht aufmachen kann, läuft sie außen rum und steht nicht mehr nur dumm vor der Tür. Kann sein, dass das damit gemeint ist. Ne? Weil sie eben darauf reagiert, dass sich die Umgebung ändert und dann den Weg ändert. Wer weiß. Ich würde jetzt gerne die AI ein bisschen überspringen. Wir sind schon ziemlich lange dran. Mhm. Wenn du noch eins von den Punkten da hast, dann grätsch rein. Ansonsten würde ich jetzt weitergehen. Planetary Navigation. Okay, das nächste. Der Punkt ist, so ein Navigation-Mesh willst du eigentlich nicht ständig neu generieren. Darum gibt es diese Meshes separat von der Geometrie. Muss ich kurz erzählen, also es geht um immer noch um AI, die sich NPCs, auf der auf dem Planeten bewegen. Genau, es ist quasi so, eine KI ermittelt nicht anhand der Geometrie, wo sie langlaufen kann, weil dann müsste sie ja ständig überall testen, wo sie langlaufen kann. Sondern man macht quasi dieses Navigation-Mesh und legt es wie einen Teppich über den Boden. Und auf diesem Teppich darf sich die KI bewegen und Wegfindung betreiben. Und den macht man halt normalerweise, wenn man Level baut. Und was sie halt hier jetzt gemacht haben, ist, dass sie beim Erstellen der physikalisierten Umgebung und so, dass da jetzt auch das Navigation-Mesh generiert wird. Ah. Also sprich, sie haben so, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte einen Outpost generieren oder so, dann steht da eben, the aim is to generate navigation mesh on planets that can be used by NPCs and animals around outposts. Animals. Also sprich, wenn sie halt eben den Outpost dahin flopfen mit ihrem Planet-Bausystem, dass da gleich in dieses Navigation Mesh von Outpost und Planet da gleich das vorgeneriert wird, damit da nicht irgendjemand hinterher den roten Teppich ausrollen muss, um der KI zu sagen, wo sie langlaufen darf. Okay. Das ist so das Ziel mit diesem Navigation Mesh Planetary Ding, dass das halt einfach passiert und dass der Teppich für die KI zum Rumlaufen dann gleich mitgebaut wird, wenn das physikalisiert wird und geladen wird. Okay. Das ist ein cooler Punkt. Das geht aber um die Wege, die NPCs normalerweise laufen oder die Tiere. Das ist jetzt nicht, dass sie nicht da hoch auf den Berg klettern könnten, sondern das ist da, wo die dann ihre Kisten langschleppen und so ein Kram, ja? Oder? Generell die Information, wo die KI hingehen könnte. Ah, okay. Also sprich, normalerweise also ist es eigentlich halt alles, so, wo wir auch hingehen könnten, oder? So. Ja, aber unsere Bewegung ist ja, Spieler möchte dahin gehen. Wir überprüfen mit der Physik, ob wir dahin gehen könnten. Ja. Und dann kollidieren wir. Ja. Die KI kann sich halt nicht erlauben, alle Kanten lang zu laufen, bis es die Tür findet. Ja, ach so, ja? Ach so, verstehe. Und deshalb wird halt definiert, okay, hier ist der Boden von dem Gebäude, hier ist die Tür von dem Gebäude. Ja. Und die KI sagt dann, okay, wo auf diesem Teppichboden ist der kürzeste Weg zur Tür und geht dann da lang. Anstatt, dass sie quasi mit der Physik interagiert, überlegt sich die KI eben,
die Route anhand von diesem roten Teppich, der überall dort ausgerollt ist, wo die KI hinlaufen kann. Also einfach wir mit Augen und unserem Gehirn sowieso machen, ah, da ist die Tür, genau. Sondern da muss quasi die KI also auch lernen. Dein Staubsaugerroboter, oder wenn du einen hast, oder Staubsaugerroboter sind ein gutes Beispiel meine Frau. Für, den definiert man ja auch erstmal, wo sie sich bewegen dürfen, und dann fahren die den Weg ab, und dann schauen die, wo sie kollidieren, weichen aus, genau, aber den muss man auch erstmal beibringen, so, hey, das ist hier dein Areal, fahr bitte nicht die Treppe runter. Ja, jetzt sage ich ihr auch dauernd, ne, aber die Frau ist, manchmal, ich finde die an Orten, da darf die gar nicht hin, normalerweise. Ja, und dann fragt die, was machst du hier? Weiter im Text, wir halten uns schon wieder viel zu lang. Genau. Ne, aber so ist das halt, ne? Das ist cool, weil hoffentlich läuft dann NPC halt auch mal an so einem Outpost rum. Ja, und so ein Tier, was sich dann nachher anfällt, da freue ich mich schon drauf. Genau. Da macht die Pyrocrab einen Stealth-Take dann mit dem Messer. Gut. Dann gibt's unter Art eine Menge Informationen zu Orison. Ich sag mal so, Orison hat Assets, bekommt Assets, ich weiß nicht genau. Dann fällt unter Art Konzept. Der Concept Artist arbeitet an Zivilisten, Verkäufern und Gangs für das Pyrosystem. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil ich dachte, die wären schon weiter, ganz ehrlich. Also dass es hier fürs Pyrosystem noch keine Optiken gibt für die Leute, die da rumlaufen. Ich habe da gedacht, das wäre schon längst in Arbeit. Kann ja sein, dass dann nochmal sich was geändert hat. Also, und sie jetzt nicht vom Planeten selbst, sondern weil wir haben ja auch diese Station gibt es ja auch schon hier, diese, wie heißt die noch? Radar Station. Egal. Auf jeden Fall so weiter. Da will ich nur kurz was dazu sagen. Ja. Ne, die Wachen, die wir überall rumstehen haben, sehen ja auch ziemlich identisch aus. Ja. Aktuell. Ja. Kann halt sein, dass sie da jetzt endlich jemanden hingesetzt haben und gesagt, hey, mach mal für Pyro wirklich konkret Artwork für neue Rüstungen. Das kann das halt auch sein. Dass es halt einfach wirklich so ist, nicht so theoretisch, wie es geht, Pyro aussieht, sondern nicht konkret. Wie es aussieht, wie die NPCs aussehen. Also genau. wie die Kleider, genau. Der Kleidungsstil ist oder und so Kram. Also ich hatte ehrlich gedacht schon, da hätten die schon mal in der Schublade. Aber gut, haben sie jetzt Konzeptart erstmal dran. Und dann, das Planet Content Team konzentriert sich auf Nyx. Das Planet Content Team, was machen die denn? Planet Content Team, das ist ja nicht Lore, sondern die unterhalten sich darüber, was man da an Missionen machen kann und welche interessanten Dinge es gibt, oder? Oder bin ich da falsch? Ja. Planet Content Team? Inhalt. Könnt mir halt vorstellen, dass die Levski überarbeiten. Weil Levski war ja so unoptimierter Ding. War die Performance schlimmer wie teilweise dann so aber ist alles, New Babbage oder ist so. Ist alles noch unter Art. Ach so. Ist alles unter konnte mir auch vorstellen, dass das dann quasi auch erstmal der Art-Teil ist, dass es halt nicht aussieht wie ein Grimhex, das in einen Planeten eingebaut wurde. Ja. Wer weiß. Dann auch noch, also ich habe das nicht so ganz verstanden hier. Sammelgut, also Collectibles und Salvaging-Kram auf Pyro wurde fertiggestellt. Kann ich mir auch nicht so viel runter vorstellen, glaube ich. Also alles, was man so. Na, wir haben ja auf Hursten haben wir ja einzelne Pflanzen und wir haben diese zum Beispiel diese Festplatten für diese Mission, die du da einsammeln musst und dann hin und her tragen musst. Kann sein, dass die in Pyro einen besonders schönen Stein gebaut haben, der da rumliegt und den kannst du dann einsammeln und verkaufen. Weiß ich auch nicht. Und in Montreal hat das Medical Gameplay haben sie Art Medical Gameplay für New Babbage und Orison gemacht. Aber möglicherweise sind die so schnell fortgeschritten, dass die, das ist ja der Monthly Report, der zurückliegt, möglicherweise greift das ein. Also Medical Gameplay, New Babbage und Orison, weil Medical Gameplay steht ja auch kurz bevor und die sind da auch schon mit ihren Dingsbums auf Harz, Krankenhäusern und so weiter, wenn ich das richtig begriffen habe. Okay, überspringen wir das einfach mal. Schiffe.
Wichtig für alle da draußen. Ihr da draußen, ihr braucht Schiffe. Ihr braucht viele, viele Schiffe. Ihr müsst kaufen, kaufen, kaufen. Für diese Werbung bekomme ich 0 Euro. Warum eigentlich? So, und zwar Schiffe. Die Taurus, die Ares, die Vulture und die Redeemer sind in Arbeit. Ja, die sind alle, das sind die Sachen, die jetzt wirklich tatsächlich gerade noch schwer im Bau sind. Dann gibt's ganz interessant, fand ich die Aussagen, ein bereits erwähntes neues Schiff macht große Fortschritte. Da habe ich schon mal irgendwas von 400i gehört. Da bin ich mir nicht, möglicherweise, wer weiß es, ja. Außerdem steht da drin, begann die Arbeit an einem weiteren Schiff, das dieses Jahr vorgestellt wird. Ob es jetzt das Schiff ist, was wir gerade hier sehen, weiß ich gar nicht. Könnte sein, ne? Ob es das schon ist. Das neue Gattak Raylan. Und Raylan heißt so viel wie friedlicher Händler. Ja. Wir wissen es nicht. Und die Saber und die Retaliator, die gehen jetzt in den Goldstandard. Was ich ganz okay finde. Ich hatte die Retaliator, habe ich nicht so auf dem Schirm. Die Saber fand ich immer geil. Und wenn da jetzt Goldstandard draus wird, das heißt, die arbeiten daran, die ganzen Klappen und Inhalte und die Elemente da drin zu bauen. Komponenten, genau. Dann ist das schon mal nicht schlecht. Dann gehen wir mal weiter zu einem Thema, was der Wurzel ganz gut abfrühstücken kann, und zwar im Bereich Engine. SDF wurde optimiert. Signed Distant Field für unsere Schilde. Da haben wir ja schon im letzten Patch Updates gekriegt und jetzt haben die nochmal daran rumgefummelt und das nochmal finalisiert, glaube ich. Ich finde die Schilde ziemlich geil. Ich habe da jetzt erstmal nichts dran auszusetzen. Die sind ziemlich cool. Die Shield-Tech mit diesen Scientistin Fields haben sie ganz cool umgesetzt. Und dann der Gen 12 Renderer, der sowohl für DirectX 12 als auch für Vulkan funktioniert. Wir kriegen ja Vulkan. Der ist schwer in Arbeit und ich glaube, so ganz lange dauert es nicht mehr. Was sagst du? Nee, also von dem, was man mitkriegt, müssen sie halt jetzt noch alle Dinge, die irgendwie gerendert werden wollen, damit reinbauen. Aber die Dinge, die schon drin sind, scheinen schon zu funktionieren. Also sprich, Partikeleffekte sind noch nicht drin und Schilde sind noch nicht drin oder so, aber so nur ein Stein oder so ist da schon drin und läuft schon. Also das scheint eher so ein, muss halt jetzt alles rein in diese Pipeline, okay, in diesen Renderer. Aber das, was drin ist, scheint schon gut zu funktionieren. Und ja, sie haben ja auf der Roadmap, glaube ich, auch, dass der Mitte des Jahres, Ende des Jahres irgendwie so, da die Teams fertig werden, irgendwie sowas. Also könnte es sein, dass wir dieses Jahr da wirklich noch sehen, wie sich da was tut. Das fände ich super und das da sind alle hip und geil drauf, weil es ja jeden angeht und jeder davon partizipieren kann, dass wir ein vernünftig schnelleres, mehr FPS, mehr FPS für alle. Genau, wer sich unser Wurzel und mein Video dazu, zu dem ganzen Grafikkram und Tech-Kram um Grafik und so noch nicht angeguckt hat, dem kann ich empfehlen, auf YouTube zu gehen und sich da mal Outlaws Perspective zum Tech-Talk, ich glaube Tech-Talk 2 reinzuziehen. Da haben wir sehr umfangreich gesprochen und ich glaube, das ist auch ganz gut geworden und informativ. Also wer von uns nicht genug kriegt, der kann sich dann auf YouTube nochmal reinziehen. Und die Haare werden jetzt besser. Das ist auch sehr wichtig. Du guckst. Ist auch sehr wichtig. Die blonden Haare werden demnächst schöner. Also die Engine wird uns mir. Ich bin ja blond in der Regel im Game. Da freue ich mich sehr drauf. Auch auf Bärte.
Ja, Haare sind aufwendig, weil Lichtreflexion und sonst irgendwas. Schön, dass sie da Fortschritte machen. Gut. So, Features. Gehen wir zum nächsten Punkt, Features. Die Spieler können ja demnächst scannen. In 3.15 haben wir schon gesehen, ist verschoben worden. Und da steckt sehr, sehr viel Arbeit in Augmented Reality drin, haben sie geschrieben. Was ich ziemlich cool finde, weil mir war gar nicht klar, dass dieses Scanning halt so ein AR-Schirm wohl auf einen anderen Spieler wirft, wo du den Zustand des Spielers betrachten kannst und dann halt auch entsprechende Maßnahmen einleiten kannst, Thema Heilung. Ja? Und da kommt ja dann der Healing Beam. Ich hatte das mal für mich übersetzt, Heimstrahl. Und da musste ich an Heimdall denken. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall der Heilstrahl, der Healing Beam dann zu tragen, womit du dann erstmal, du musst erstmal sehen können, was hat er? Was hat er denn? Was hat er denn? Hunger, gebrochenes Bein, was auch immer. Und dann kannst du sagen, heilen. Ja, oder Burrito. Ne? Kannst du dann, oder Bierbauch, genau. Das fand ich eine ziemlich interessante Sache, dass quasi dann noch so ein AR drüber gelegt wird. Oder Rücken. Ja, User Interface ist wichtig bei so Zeug, ne? Und wenn sie die Informationen im Spiel drin haben, dann müssen sie die auch clever anzeigen. Hm. Und so dieses Drüberlegen ist sehr futuristisch und glaube ich auch dann eine richtig coole Sache. Sieht bestimmt geil genau aus. Ja. Bei uns im Pod sagt man ja immer positiv, ne? Der hat einen ab dem Arm. Nicht dem fehlten Arm abgeschossen. Der hat einen Appenarm. Der hat quasi noch zusätzlich einen Appenarm. Zu den zwei Armen, die er hat, hat er noch einen Appenarm. Und dann kannst du den heilen. In der Kühlbox dabei. Genau, oder der hat einen Appenarm. Wenn einer, oder ein abes Bein. Der hat ein abes Bein. Du sagst immer noch, der hat. Der ist quasi nicht dem fehlten Bein, sondern der hat ein abes Bein. Finde ich gut, dass man halt so. Gut. Nächste. Fiel mir nur so ein, weil das ist so ganz typisch Ruhrpott. So, Inventory-System und Cargo-System hängen zusammen. Cargo muss noch begonnen werden, ist noch in Planung und Doku-Phase. Da kannst du mich vielleicht mal, ich weiß nicht, ob du da dich damit beschäftigt hast, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil Inventory-System soll doch jetzt kommen mit, du stehst irgendwo, kannst auf dein Schiff zugreifen, kannst auf dein eigenes Zeug greifen und dann soll es ja da so sein, dass du, wenn du im Schiff stehst, hast du deinen ganzen Cargo-Kram. Kommt es jetzt doch nicht erstmal, oder? Ich dachte, weißt du? Du meinst es unter Features, ne? Das auch unter Features, genau. Genau. Zum einen ist es ja der Monthly Report aus Mai. Ja. Wir wissen also nicht genau, wann das passiert ist. Anfang Mai, Ende Mai, wie auch immer. Okay. Und zum anderen steht ja da, dass sie die Player-Gegenstände vom Spieler erfolgreich zu der neuen Inventar-API hinzugefügt haben. Also sprich, das ist dann eben so, du hast diese Inventar-API, also diese Schnittstelle fürs Spiel, um Inventare zu überprüfen, die Informationen zu holen und so. iCache. Die hat dieses Core-Tech-Team geschrieben. Und jetzt haben sie halt dann reingezogen, diesen Player Asset Manager, der für dieses Spieler Inventar und Gedönse, ne, steht er da. That can be displayed in the UI und so. Ja. Yeah. Also die haben jetzt sozusagen, das Backend steht schon für neues Inventar. Und jetzt beginnen sie eben, haben sie da im Mai eben dieses, das mit dem Spieler Inventar verknüpft. Ja, aber ist noch in Planung und Doku-Phase. Also die sind noch. Warte, wo? Das, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt. Die Planungsphase ist, sie haben UI Design wrapped up the initial concepting of for the layout. Ja. Also sprich, die haben also jetzt, Backup. Die sind jetzt an dem Punkt, wo sie die Informationen vom Spieler abrufen können. Also sie haben nicht nur die API,
sondern sie können jetzt auch die Spielerinformationen abrufen und anzeigen. Sie haben nur das Display noch nicht fertig. Dann ist das. Da haben sie jetzt das Konzept des Displays fertig gemacht. Das Abrufen des Spielerdings und das Speichern des Spielerdings dahinter scheint schon fertig zu sein. Das heißt, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Unsere Mobiglas-Geschichte mit Knarre anlegen, Rüstung anlegen, Sachen anstecken und so, das wird ja abgelöst werden. Oder es wird ein neues System, genau, sie sind in der Doku-Phase. Das fliegt weg und wird dann komplett über das Inventar abgefrühstückt werden, über das Inventarsystem, wo sie jetzt halt dann, wie du sagst, jetzt habe ich es auch verstanden. Also ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ja klar, und das Cargo-System und alles, was da dran hängt, ist alles Inventar. Es ist alles Inventar. Es wird dann also nicht mehr das magische Inventar geben. Du läufst irgendwo rum, ach, ich ziehe mir einen anderen Anzug an. Nein, der scheiß Anzug ist da irgendwo. Da musst du da hinlaufen und den anziehen. Ja, dein Novikov ist dann da hinten irgendwo gespeichert und dann musst du dann da hin. Ich möchte hier kurz unterbrechen. Ja. Es kann sein, dass es am Anfang nach wie vor ein globales Inventar gibt, wo alle deine Sachen drin sind. Aber die Information und das UI, wie du darauf zugreifst, ist dann neu. Und dann können sie eben in Zukunft die Dinge in andere Inventare packen. Oder was sie jetzt auch zum Beispiel mit der Herkules schon tun, dass das dann über diesen neuen Informationsflussweg geht, über diese neue Inventar-API. Also sprich, es kann sein, dass jetzt am Anfang dein Inventar global ist und dann Stück für Stück einzelne Dinge verschwinden. Ja. Dass zum Beispiel es länger dauert, bis tatsächlich Schränke für Anzüge bestehen bleiben, weil das aufwendig ist. Da brauchst du wieder Animation, da brauchst du wieder Art von so einem Anzug in so einem Schrank und so. Klar. Das kann dauern, bis dann tatsächlich deine Anzüge nicht mehr in deinem globalen Inventar sind. Aber sie können dann zum Beispiel sagen so, ja, nee, Waffen, Trinken, Essen oder so, was man ganz einfach in eine Kiste verstauen kann, eine kleine, so nach dem Motto. Das ist dann schon nicht mehr mit drin. Ne? Es geht aber jetzt erstmal primär, was hier, also jetzt nur read as written, also genauso wie es da steht, ist, dass halt dieser Informationsfluss und das UI jetzt über dieses neue Inventar-Ding läuft und dass sie halt darauf raus wollen, dass du kein globales Inventar mehr hast. Da steht jetzt nicht drin, dass sie es schon aufgeteilt haben. Nein, das meint. Es kann sein, dass es dann nach das und nach kommt dann, aber reinkommt. Das ist die Foundation dafür, also API ist da und dann kommt UI dafür. Das ist die Foundation dafür, dass dieses Mobiglas virtuelles Zauberinventar, wo alles drin ist, dass du das irgendwann, dass sich das irgendwann ablöst. Ich sage ja auch nicht, dass es mit 3.15 kommt oder 3.16 und dann hast du plötzlich, ist das so? Wer weiß. Kommt drauf an, wie einfach die Sachen zu übertragen sind. Es sind ja schon Schränke da für also in Raumschiffen, um Sachen da rein zu tun und so. Die Vorbereitungen sind ja da. Dann brauchen wir allerdings wahrscheinlich sowieso noch einen eigenen Hangar, wo die Sachen quasi gelagert werden, falls man die platzmäßig gar nicht unterbringen kann. Ne? Also das zieht ja schon wieder so einen Rattenschwanz nach sich. Weil jetzt momentan haben wir 300 Anzüge und 72.000 Knarren und je nachdem, wie viel Geld du am Konto hast. Ja. Gut, das nächste dynamische Event ist im Polish und im Test. Ninetale-Blockade, Fragezeichen, habe ich geschrieben. Wahrscheinlich die Ninetale-Blockade. Mhm. Und die wird getestet und wie ich schon zu Beginn unseres Streams gesagt habe, hängt es natürlich stark am Orison. Also ich glaube Orison, wenn es die Ninetale-Blockade ist mit PO, dann wird das wahrscheinlich damit ausgelöst werden oder aufgelöst werden. Werden wir PO verlieren? Ich denke nicht, dass es sich da irgendwie mit Orison in Verbindung steht, sondern viel, viel mehr mit dem, was der Tony Z da mit Quanta gezeigt hat. Okay. Dass sie eben dieses Event, diese Ninetales-Blockade eben als erster Test so für diese sich verändernden Wahrscheinlichkeitsdinger nutzen wollen. Ach, okay. Also sprich, die Blockade soll dann eben sein, okay, je näher, du kannst dann nicht ganz nah an die Station ranspringen, weil dich dann die kriminellen Leute rausziehen und du kämpfen musst. Das heißt, du musst vorher raus und dann so anfliegen oder irgendwie so. Ne? Also ich denke, dass es tatsächlich eher um das Blockieren geht. Und eben das, was der Tony Z da gezeigt hat mit dieser Distanz zur Station, wo die Security dann hochgeht und
Piraten hoch und runter, dass es da viel mehr mit reinspielt und weniger schon ein dynamisches Event, was wirklich das Verse verändern wird. Aber wenn ich falsch liege, freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Genau. Ich meine, PO, wenn Orison da ist, brauchen wir PO nicht mehr. Und PO war immer nur ein Platzhalter. Und das wäre ja irgendwie cool. Nee. Doch. PO war immer nur ein Platzhalter. Ich dachte, PO war das Everest Harbor für Orison. Also sprich, die große Station weiter draußen, die nicht so nah in dem ganzen Gravitationsfeld drin ist. Nur halt, dass Orison nicht auf der Planetenoberfläche ist, weil die Planetenoberfläche von einem Gasgiganten so weit drin ist, dass dich der Druck zerquetscht. Soweit ich das verstanden habe, ist PO der Platzhalter für Orison gewesen. Die Station, das 3D-Modell, das war immer ein Platzhalter. Ja. Dass Orison noch eine vorgelagerte Station haben könnte, die weiter draußen liegt, so als ne, so einen klassischen Reststop halt, der halt weiter draußen liegt, den du halt zuerst ja. anspringen kannst, bevor du dann zu Orison wirklich runterspringst. Das dachte ich, war schon der Fall. Aber gut, kommt drauf an, wie tief Orison in der Atmosphäre jetzt, drin ist. Jetzt muss man ja sagen, Orison schwebt ja da irgendwie in so einem geostationären Orbit rum. Irgendwie so. Oder sagen wir mal, im geostationären Bereich Orbit, also im Gasbereich halt noch, schwebt das da irgendwie rum. Ich denke, das ist es. Ich denke, PO wird verschwinden da und dann ist Orison quasi das Ding. Weil du kannst halt nicht landen auf Crusader, weil sonst ne, ist kaputt. Also wie gesagt, so wie es ich verstanden habe, war PO als Station, die existieren soll, durchaus drin, halt nur nicht in dieser Form und vielleicht nicht in dieser Distanz. Ja, wir werden sehen. Wir können ja mal Wetten abschließen. Also natürlich um Ehre, nicht um Geld oder so. Wir können ja mal eine Wette abschließen. Ich sag, PO verschwindet und PO verschwindet nach der Ninetale-Blockade, meinetwegen. Oder so. Also mit Orison. Also ich denke, PO wird verschwinden. Also was ich mir halt denke, ist, Orison hat geringere Gravitation, wenn ich das richtig verstanden habe. Darum haben sie es sich ja auch geschnappt, damit sie es bauen können. Die Schiffe, die großen, ohne. Ne? Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da eine Station oben drüber ist, die gar keine Gravitation mehr hat. So wie die anderen Stationen halt auch. Hm. Wie Everest Harbor, Bargini Point ja, und Port Tressler. Genau. Und dass PO diese Station ist. Hut ab. Schön von oben nach unten. Ja, gut. Kennt sich aus. So, dann gehen wir mal weiter. Die Jump Points werden weiter bearbeitet. Und das fand ich ganz interessant, wie das da geschrieben wurde. Die Jump Points werden weiter bearbeitet. Und zwar aufbauend aus dem Stand von 2019, wie sie uns die von in der CitizenCon, also CitizenCon 2949, das war 2019, wie sie uns das vorgestellt haben, ist das offensichtlich eingeschlafen oder stillgelegt gewesen. Und jetzt machen sie genau da weiter. Aufbauend auf dem Stand von 2019 machen sie die Jump Points weiter. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Jump Point Richtung Pyro zum Beispiel, ja, oder Lux. Also, finde ich spannend. 2 Jahre nichts passiert. Ja, zum einen Server Meshing, ne? Ja. Ohne Server Meshing keine Jump Points. Und zum anderen muss der ja auch Gameplay designt werden. Na, wie genau, welche Kontrolle hat man, wie steuert man da, was muss die KI machen. Wenn du Jump-Point-Daten gekauft hast, soll es ja auch sein, ne, dass man die mappen muss, dass sich die immer wieder verändern und so. Da ist ja Game-Design dahinter, das jetzt auch schon mehrere Jahre alt ist. Und es kann halt sein, dass sie gesagt haben so, unsere Game-Designer haben Wichtigeres zu tun, wie etwas zu designen, was wir aktuell nicht umsetzen können, weil Server-Meshing fehlt. Okay. Also es könnte sein, dass sie zwar gerne an Jump-Points gearbeitet hätten, aber gesagt haben, solange wir nicht mit der Technik Punkt X erreichen, setzen wir uns da noch nicht dran. Und jetzt sind sie ja halt am Punkt, wo sie sagen, okay, es könnte zumindest absehbar werden, dass wir die Dinger brauchen.
weil Server Meshing soweit ist oder weil, ne? Okay, jetzt setzen wir da Game Designer dran. Aber Ich frage mich ja bei der Technik von diesen Jump Points, wie das da funktionieren soll. Es ist ja kein Ladescreen. Überbrückst du dann sehr, sehr große Distanzen im 64-Bit-System? Bist du nochmal wirklich durchgeballert woanders in ein anderes Koordinatensystem? Oder wahrscheinlich nicht, oder? Also der Punkt ist ja, wir haben ja bereits lokale Koordinatensysteme. Arcorp hat sein eigenes Koordinatensystem mit der Null in der Planetenmitte unten. Und dieses Koordinatensystem befindet sich in dem Koordinatensystem von Stanton mit der Null im Stern drin. Ne? Und so könnte ich mir halt quasi vorstellen, dass du halt dann das Koordinatensystem verlässt und dich dann immer in einem lokalen Koordinatensystem befindet, das nirgendwo fest dranhängt. Dass du quasi nicht noch zu Stanton gemessen wirst und zu deinem Ziel gemessen wirst, sondern dass du dich wirklich tatsächlich im Nichts befindest. Und erst wenn der Quantumsprung beendet wird oder scheitert, landest du dann wieder in irgendeinem anderen Koordinatensystem. Du sollst ja auch aus dem Wurmloch rausfliegen können und dann bist du ja auch irgendwo. Genau, dann wird ein lokales Koordinatensystem halt erzeugt an der Stelle, wo du bist, mit der Null halt, an dem Punkt, wo du rausgekommen bist. Und dann bist du da reingehängt. Ne? Aber Koordinatensysteme braucht man immer nur in Relation zu anderen Dingen. Mhm. Und da in einem Jump Point bist du halt zu nichts in der Relation. Ne? Und das wird dann eben so laufen, dass das vielleicht hat der Jump Point Tunnel, der hat dann eine Achse, ne? Die halt einfach, du bist zu 0 bis 100% durch und das sind dann physische Koordinaten oder auch nicht. Oh, da freu oder sie sagen einfach, nee, wir machen das nur mit der Geschwindigkeit und machen das ganz, ganz simpel. Ne? Das kommt halt ganz drauf an, wie realistisch sie gehen wollen, wie realistisch sie gehen müssen und was man tatsächlich in so einem Ding machen da kann. Da freue ich mich wirklich, wenn wir da mehr Tech-Informationen haben, wie die es umsetzen, wenn wir uns da mal drüber dann unterhalten. Also es wird bestimmt super spannend, die Sachen da, was sie sich dabei gedacht haben. Da werden wir nochmal drüber reden. Also ich meine, das ist ja genau, ne, das ist halt dann so eine Sache, wo sie halt, aktuell in Stanton ist die Geschwindigkeit festgelegt. Ne, in so einem Koordinatensystem, wenn wir Quantum jumpen, dann bewegen wir uns ja sehr schnell und überbrücken große Distanzen. Mhm. In so einem Jump-Tunnel gibt es nur diese eine Jump-Geschwindigkeit. Mhm. Ne? Das heißt, theoretisch kannst du dich da ganz langsam durchbewegen und dir fliegt aber der Tunnel so schnell um die Ohren, dass du dir vorkommst, als wärst du schneller, aber rein physisch gesehen bewegst du dich ganz, ganz langsam nur quasi durch dieses Koordinatensystem. Und wechselst auf jeden Fall den Server. Genau, weil du quasi keine Relation mehr hast zu irgendwas anderem. Es ist ja alles weg. Und deshalb brauchst du quasi keine Geschwindigkeit, die in der Relation funktioniert, sondern du musst dich halt nur in diesem Tunnel so bewegen können, wie das Gameplay das braucht und wie das Realismusgefühl, das braucht quasi. Na? Ja. Ich muss einmal ganz kurz unseren Chat zitieren. Doc McSly. Ich hab's gelesen. Er hat auch recht. Wir gehen ja jetzt eigentlich nicht so aus dem Chat ein, aber ich muss es jetzt einmal sagen. Doc McSly, groß Daumen hoch. Er hat geschrieben, ich finde das spitze. Bei Jump-Tunnel zwischen Sternensystemen von kommt drauf an, wie realistisch sie es machen, zu sprechen. Ja. Was ich damit eigentlich meinte, ist, ne, ob die Sternsysteme tatsächlich so weit auseinander sind, ja, ne? Oder ob da auch gesagt wird, okay, die Distanz wird mit einem anderen Maßstab gemacht. Ja. Ne? Ja. Aber ja, I guess, da hat er schon recht. Ich bin mir sicher, sollten sie es so machen, zum Beispiel, dass es ein Koordinatensystem, ein außenliegendes Koordinatensystem gibt zwischen den Systemen, dass du dann quasi dich darauf bewegst, dann kommt irgendwann irgendein Gamer auf die Idee und sagt, ich fliege die Strecke. Und nach 5 Jahren liest du in irgendeiner scheiß Zeitschrift, in einer hochwertigen Zeitschrift, liest du, Spieler ist von Stanton nach Nyx geflogen, ohne Wurmloch. Ja? Und ich glaube, das kriegst du nicht hin, nein, weil dir vorher der Saft im Schiff ausgeht. Aber ja.
Wieso? Einfach. Ja, gut, nach 5 Jahren liest du dann Leiche von Spieler erreichen. Stimmt. Stimmt. Aber nicht der Spieler selber. Nach 4,9 Jahren 30k. Und dann ist weg. Ja, das macht ja nichts. Da ist ja dann iCash und du kannst ja dann wieder restoren. Stimmt. So, gehen wir mal weiter. Ich hab, ich sag mal Prost, ne? Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Prost. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Und zwar an alle Säufer da draußen. CIG arbeitet am Verhalten für betrunkenes Fliegen und Fahren. Das heißt, solltet ihr euch volllaufen lassen mit Schmolz oder Radgast oder wie die alle heißen, werdet ihr das spüren beim Fliegen und beim Fahren. Und ich freue mich auf die erste 1,0 Minimum, 1,0 Promille Daymar Rally. Ja, ob das vielleicht wird, gibt's eine extra, vielleicht gibt's eine so eine extra Tour Daymar Rally unter Alkoholeinfluss. Das finde ich geil. An der Stelle bitte, wenn ihr einen von der Daymar Rally kennt, könnt ihr schon mal fragen, ob die sowas einbauen wollen. Genau. Vorne steht eine Kneipe, eine Bar und dann müssen die alle, die fahren wollen, erstmal einen schippen. Ja? Fliegt einer mit einer Phoenix hinterher, um die Leute voll zu tanken. Genau, der hinten, genau, Phoenix voll mit Bierkästen. Ja, oder eine C2, da kannst du durchfahren. Kannst du beim Durchfahren kannst du dir ein Bier schnappen. Weißt du? Kommt dann mit der Starfarer vorbei, ne, mit einem Ding voller Bier. Boah! Jeder Kanister voll mit Bier. Das wird super. Thema Graphics. Sie haben an Performance Bugs und Level of Detail Sachen rumgefixt. Und jetzt haben sie was eingebaut, dass CIG Daten besser erheben kann ab 3.14. was die ganzen Vulkan-Renderer-Dinge betrifft. Das heißt, sie können dann sehen, wo hakt's, wo muss noch gefixt werden und da gibt's noch dann Auswertungen für. Genau, eine Sache, über die du gerade so drüber gegangen bist in dem Bereich, ist dieser Pre-Streaming-Support für various Game-Systems. Ach, das habe ich nicht verstanden, deswegen habe ich das nicht aufgeschrieben. Es ist ja quasi so, wenn du was anzeigen willst, dann muss es geladen werden. Vermutlich erstmal in Arbeitsspeicher und der schickt es dann mit, zeichne mir mal hier bitte den Muzzle Flash oder zeichne mir mal hier bitte eine Explosion oder zeichne mir mal hier bitte jetzt Quantum Travel. Mhm. Und der schickt es dann an die Grafikkarte, die das dann zeichnet. Ja. Und in dem Fall ist es anscheinend immer erst geladen worden, wenn es tatsächlich passiert ist. Macht Sinn, warum solltest du vorher Dinge laden, ne, wenn du sie nicht brauchst? Aber das ist halt so, mit ein bisschen clever denken, kann man da eben so was weiß ich, einen kleinen Ruckler beim Anfang vom Quantumsprung vermeiden, weil das Spiel sieht, oh, du spulst jetzt, ich lade mal schon mal die ganzen Partikeleffekte in die Grafikkarte rein, damit wenn du losspringst, die Grafikkarte sofort loslegen kann. Ne? Und so Geschichten. Das könnte halt auch wieder dazu beitragen, dass es einfach ein Ticken smoother läuft. Ja. Ah, okay. Genau. Also ja, halt so. Aber das ist. Also eine Vorausschau auf die Zukunft: Dinge, die sich bedingen. Also Sachen, die sich bedingen und dann schon mal Sachen vorher laden. Ja. Okay, genau, das kommt natürlich darauf an, muss man auch immer clever machen, ne? Weil sonst lädst du einfach alles, was das Spiel zu bieten hat, in die Grafikkarte und nichts davon passiert. Das ist auch doof. Aber sowas ist halt auch so wieder so, um ein bisschen hier und da Performance rauszuholen, ganz, ganz praktisch. Genau. Okay. Ja, zu den Verbesserungen Performance brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Vulkan-Datenerhebung habe ich, was soll man dazu erklären? Dann haben sie eine aktuelle Version fertiggestellt für sich selbst, also ein Tool. Das haben wir alle gesehen, Quantum Quasar und Virtual AI. Da hatte ich ursprünglich mit dir auch, als das rauskam, als Tony Z, ich verlinke das mal ganz kurz. Das habt ihr bestimmt alle gesehen. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ob da Untertitel für die Leute sind, die sich nicht so gut Englisch geben können. Ich glaube,
ich glaube, Karolinger oder irgendein hat ein gutes, hat fast 2 Stunden aufgedröselt. Irgendein YouTuber auf Deutsch, guckt euch das an. Das ist, ja, Tony Z erklärt, wie AI funktioniert und wie Quantum funktioniert. Dieser Schattenbahnhof an Dingen, die unten passieren. Also, das ist ganz großartig. Astro Sam kann auch gewesen sein. Ich glaube, Astro Sam. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Hat Astro Sam nicht deswegen die Bad Taste Party verpasst, weil er an dem Video saß? Ehrlich? Keine Ahnung. Irgendwie sowas war da. Ich hab's nicht. Ja, nochmal, danke, Wurzel. Wurzel hat hier letztens die Bad Taste Party mitorganisiert. Möchte mich nochmal bedanken. Hat ja ganz gut geklappt. Und war auch wirklich nice. Schade, dass ich nicht gewonnen habe, aber naja. Dein Ständchen und dein Überfall bleiben allen in Erinnerung. Weiter im Text. Genau. Guckt euch das an. Da hatten wir überlegt, ob wir ein Video dazu machen, aber das war so dicht gepackt. Ich wusste nicht, Ich wüsste nicht, wie ich da angreifen sollte. Man kann es einfach nur übersetzen, weil Tony sie jetzt eigentlich so geil gemacht. Und für das Übersetzen bin ich nicht so der richtige Mann dafür. Ja. Genau. Es wurde dann erklärt, dass Fortschritte beim Server-Meshing gemacht wurden und der Schwerpunkt auf einem neuen hybriden Dienst liegt, der den Anforderungen des Features gerecht wird. Das hört sich super spannend an. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich meine, ist kryptisch. Ja, kann alles sein. Wo genau war das? Systemic Unten Service bei dem Tools, Quantum Signal. Genau. Mhm. Da haben sie gesagt, Fortschritte wurden beim Server-Meshing gemacht. Und zwar liegt da der Schwerpunkt auf einem hybriden Dienst. Machen wir Hybrid Service oder so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht offen, deswegen kann ich es nicht sagen. Steht aber auch tatsächlich nicht mehr dabei. Steht nicht mehr dabei. Und ich glaube, das ist ein ziemlich dicker Topf. Ein geiler. Das sind so Sachen, die so erwähnt werden. Und da steckt manchmal wahnsinnig viel drin. Auf einem neuen hybriden Dienst, der den Anforderungen des Features gerecht wird. Hört sich vielversprechend an, wenn einer sowas da reinschreibt. Wir können da nicht viel zu sagen, aber jetzt läuft die Scheiße richtig geil. Ja. Ja, ich höre gerade hier die Übersetzung von Tony Siever Astro Sam. Könnt ihr euch bei Astro Sam angucken, die Tony Siever Übersetzung. Ich finde jetzt auch dazu nichts weiter, was es sein könnte, da dieses Ding, also. Ja, wir können gespannt sein. Ich bin gespannt. So, dann Turbulent. Turbulent hat Fixing Issues, also Long-Term Persistence. Turbulent hat daran gearbeitet, an der Long-Term Persistence irgendwelche Problemchen zu beheben. Mir war gar nicht klar, dass Turbulent daran arbeitet. Sie machen die Webseite. Entschuldigung, dein Mikro war kurz weg. Oh, ich wusste nicht, dass Turbulent daran, aber ich dachte, die machen nur Webseite. Oder ein Tonk. Das Turbulent-Team macht sehr viel von der Kommunikation, ja. Was Daten mit, also alles, was irgendwie mit Spectrum zu tun hat, mit der Website zu tun hat, was mit Long-Term Fleet Management zu tun hat und so. Genau. Und das steht ja zum Beispiel, as well as modifying entity naming for the M50 ship to fix an issue where they weren't appearing. Also sprich, alles, was irgendwie mit den Daten von deinem Schiff zu tun hat. Ja. Und das glaube ich, da spielt halt dann auch mit rein, so User-Reset-Ding da, ja. Das du da ausführen kannst. Das glaube ich, alles, was du quasi in deinen Account reinschaufelst. Mhm. Na, also die Long-Term-Persistence ist quasi nicht die physikalische Persistence oder nicht die KI-Persistence im Verse, sondern eher der Zustand von deinem Account. Und eben, was du dir im Verse eventuell auch alles kaufst. Obwohl, ich muss... Und da, glaube ich, spielt Turbulent mit rein, weil die halt über die Website diese ganzen Käufe und so auch machen. Ne? Ah, okay. Ja, und das sind die Sachen, die dann immer verschwinden, wo man sich aufregen könnte.
genau. Könnte ich mir vorstellen, dass das da mit reinspielt, genau. Benoit. Ich weiß es nicht genau, aber das macht für mich Sinn. Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn ich Long-Term Persistence lese, ich habe ja das Gefühl, dass iCache immer mehr und mehr Einzug hält, also Stück für Stück für Stück für Stück. Das mache ich zum Beispiel an so Sachen fest, wie ich bin ja ein Vielspieler auch eigentlich. Ich logge mich mittlerweile im Schiff aus, problemlos und komme da wieder an. Es gibt immer noch diesen Long-Loading-Bug, der wohl auch ein bisschen damit zusammenhängt dann, aber ich logge mich im Schiff aus und komme da wieder an. Ich habe letztens sogar an einem Planeten, an einem OM, mich ins Schiff gesetzt, also aus dem Fenster geguckt, ausgeloggt, wieder eingeloggt und ich bin genau da wieder angekommen und auf dem Mond, an der Station, ausgeloggt, eingeloggt und ich war auch wieder da. Das hat alles super funktioniert. Einmal nicht, von x-mal. Das finde ich, ist für mich so ein Zeichen für die iCache-Geschichte, die sicherlich schon zu einem Teil drin ist und immer mehr Daten übernimmt, weil sonst wäre das einfach nicht möglich. Ja. Genau, also früher war es quasi so, der Server konnte deinen Zustand gar nicht irgendwo abspeichern. Genau. Wenn der Server abgekracht ist, war es das. Ja. Und jetzt ist es halt so, der Server kann immer noch abkrachen und deinen Zustand verlieren. Na, das kann passieren, dass es mal verloren geht, aber grundsätzlich ist ein System drin, das dir eigentlich diesen Bad-Logout eben und den ganzen Ding erlaubt. Genau. Und das zeigt auch was ich jetzt schon die ganze Zeit immer sage, dass iCache Stück für Stück, die sagen es nur nicht, aber es kommt rein, es ist Stück für Stück. Und irgendwann werden sie sagen, pass mal auf, wir sind fertig, wir haben schon 80% drin, ihr habt es gar nicht gemerkt, ja, und so. Und diese Stabilität zeigt mir das eigentlich. Also, finde ich gut. Läuft gut. Haben wir ja auch ganz am Anfang angeschnitten. Jetzt brauchst du nicht mehr 6 Stunden, um irgendwo hinzukommen, sondern nur noch 2. Genau. Brauchst halt dann nur noch Gameplay, das, ne? Aber wieder andere Punkt. Das ist korrekt. Aber ja, stimmt. Stabilität und Dinge wird langsam. Also, es passiert tatsächlich langsam was. Ja. Das finde ich auch. Dann eins meiner letzten Lieblingsthemen zum Vehicle-Tech. Fahrstühle. Und zwar, man sollte es nicht glauben, aber die Fahrstuhlpanels reden jetzt miteinander. Das heißt, der Panel vorne am Fahrstuhl, also das Panel vorne am Fahrstuhl und das Panel im Fahrstuhl, die unterhalten sich jetzt. Ja, der Fahrstuhl kommt und du kannst quasi von außen sehen, das haben wir schon mal, habe ich auch schon festgestellt, wo der hinfährt. Ne? Also wo der Dinge bedient, hinfährt. Das heißt, die Informationen sind jetzt irgendwo anders, auch wieder ein Zeichen für iCache, ja, dass das irgendwie kommuniziert wird. Ja, du sagst nein, ich sag egal. Das ist eher so ein, ja, ich weiß nicht, kann sein, okay. Aber so würde ich jetzt nicht sagen, aber genau. So, auf jeden Fall, die unterhalten sich jetzt und das finde ich riesig und das war der Monthly Report quasi. Ja. Der Crowd wird sich den ganzen Scheiß reinziehen von dir mit Liebe und würde dann Likes geben und in diesem Kanal sind keine Videos. Ja, ihr müsst dem followen. Noch ist nicht. Ihr könnt drauf, da trotzdem schon mal auf Follow drücken. Er wird demnächst veröffentlichen Video um Video. Ja? Genau. Der innere Schweine. Ihr könnt, klickt einfach auf Follow. Wenn ein neues Video kommt, Follow drücken, Glocke drücken. Wenn Wurzel ein Video raus hat, kriegt ihr sofort eine E-Mail. Ihr müsst auf jeden Fall Follow drücken. Und sobald er die Videos, seine Tech-Videos reinhaut, werdet ihr informiert. Und das ist genau der Grund, warum ihr da jetzt auf Follow drücken müsst. So, ich werde dann auch nochmal wenn ich das hier vor YouTube auch nochmal unten verlinken. Also schönen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Ich habe mir wirklich viel Spaß gemacht. So, ich mache mir jetzt mal eine Abmoderation hier. Pass auf. So. Du Sack. Das war Outlaws Perspective. Mit diesen fantastischen Worten möchte ich mich bei euch bedanken. Bei Wurzel, toller Talk wie immer. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
So, und wir sehen uns bei Star Citizen wieder am Samstag auf meinem Kanal, hier, Twitch, ne? Da werde ich wieder spielen. Ich bin Outlaw und dann wird auch wieder geoutlawed, ja? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mehr kann ich nicht sagen. Nette Unterhaltung gehabt, ne? Pünktlich? Aber pünktlich. Ach so, Samstagmorgen. Ja, genau, ich stream samstags morgens und sonntags morgens. Und ab nächste Woche dann wahrscheinlich mittwochs abends noch dazu. Aber jetzt sehen wir sehen uns dann erstmal am Samstag. Ja. Ich bedanke mich bei euch. Ihr wart sehr lieb. Ich bedanke mich bei dir, Wurzel. So. Danke für die Einladung. Gerne, immer gerne wieder. So, wo ist mein Insel? Ja. Und danke an alle Supporter, Zuschauer und Leute, die, ja, die bei Wurzel auf Follow geklickt haben beim YouTube-Video. Ja? Ja, danke. Ich arbeite dran.